wisst ihr, dass 100% von den Benefizen von der Nationallotterie auch gut Zwecke gehen will. Der Sport. Die Umwelt. Kultur. Oder Tele für Kinder. Nationallotterie. Seit 70 Jahren ein Gewinn für jeden. Bonne chance. Wir bringen Bewegung ans Spiel. Salles Lens. Moving People.
Ja, schöne guten Abend, hier ist der Sportsaal Zürcher, wo wir mit unseren Kollegen von der PAR-TV den dritten Spiel der vom Playoff, dem Match Red Bull Stafford gegen den HC Bierschem hier auf Handball TV überdrehen. Bei mir habe ich den Michael Scheuer, Kine von der Red Bulls und auch von der Nationalequipe. Mich nach dem letzten Spieltag kann ich sagen, dass vier Equipen just drei Punkte also nie sind. Und ich meine, die drei Equipen werden noch in der Zwischen den Titel ausmachen. Die hat zuerst lange Zeit Schwierigkeiten. Huderich zum Schluss mit vier Goalen. Hanna den einen den Rückstand von zwei Goalen konnte wettmachen. Und zum Schluss erst mit einem Goal durchgesetzt. Dann ging um Aldin Sekan, der mit 10 Goalen und Daniel Scheidt mit 7 Goalen ein gutes Match gemacht. Und wie erklärst du dir die Schwankungen? Ich meine, die Red Bulls sind individuell ganz stark besetzt. Wie erklärst du dir die Schwankungen am Spiel der Red Bulls, die sich aber schon ein bisschen über die ganze Saison zieht? Ja, das ist schwer so. Nicht? Wir haben relativ viele gute Leute auf den Plätzen. Und ich meine, dass du die Position noch nicht fandest, die wir am Anfang von ihnen erwarten. Gell? Da sind Leute, die bei denen weiß, gut nicht kommen, wie Wladimir Rusia. Der Jan aus Rimm kommen, da ist auch ein bisschen nice. Die Kipp hat bestandig zusammengesagt, ein neuer Trainer dabei. Das tut jetzt eigentlich, wo man die Konstanz nicht so richtig fanden hat. Ich meine, die hat im Match hierhin verloren gegen Kärchen, weil der Bösen die Kipp von der Stunde ist, auswärts zuerst gewonnen. Du hast eigentlich noch Potenzial nur. Wie siehst du die Chancen von der Red Bulls, dass du am Titel rennen? Ich meine, wenn wir als Equipe auftreten, dann ist es eine Schwierigkeit, das heißt, zu punkten. Gell? Also, ich gebe schon Menge, wenn wir den Match von Nash als Motivationsschub mit Vieren holen, dass man da ist, schon zu rechnen müsste. Ich meine, du hast gesagt, den Comeback von Jan Hoffmann war eine große Überraschung an der Lützburger Handballwelt. Wie sagst du, wie hat dich angefeiert, wie sagst du, seine Leistung in den letzten drei Wochen? Hast du auch noch Potenzial noch öffnen? Wollt ihr dich zurückfahren an die Kipp, weil das kein Problem mit der Umstellung oder wie sagst du das? Also nein, der Jan der kann sich an alle Kippen anpassen, wo ich nicht kann. Weil eben also nicht in Deutschland viel Disziplin mit drin wird. Für du war ein bisschen mehr Wille spielen und ein bisschen mehr ruhig gehen. Auch mehr ruhig waren die Diskussionen rundherum von der Bitteren und so weiter. Ich meine schon, dass das deutlicher Gewinner, also auch Schuss von der Saison, meine ich, dass es noch mehr als kann helfen, wie das so der Fall war. Und schon, ich meine, dass sowieso ganz diszipliniert gespielt hat. Okay. Ich meine, das waren bis well, diese Saison drei ganz seriöse Matches, aber teilweise auch ganz viele Diskussionen. Ich meine, der Preis hat immer gewonnen, Bierschem hat immer gewonnen. Ich gleichspiele. Am Ende zählt ein Punkt. Heute Trainer, trotz der kürzer Fehlbehütung, ich meine, im nächsten Match war am Mittwoch in der Trainer, du das vorher nicht zusammengestellt, konnte noch taktisch etwas ändern. Oder wie geht der Keeper in diesem Match ran? Nein, da hat uns zwei Tage Zeit in der Rekuperation, die darf umschaffen. Es ist eine Kleinigkeit ein bisschen gerne, aber groß. Groß werden nicht viel geändert sind, was sie wieder gespielt haben. Ich meine, motiviert werden die beiden Kippen nur und sind. Ich meine, es geht nur und wegström zum Tisch, Tabellenplatz für Bierschirm. Red Bulls kann er umkommen mit einer Victoire. Das wäre von hier aus Login die Kippen präsentiert und wir sehen uns dann zurück, wann der Match geht. Bis gleich. Matter 19, der Sacko Zadewski. Matter 22, den Aldin Sekan. Der 23, den Daniel Scheidt. Der 23, den Peter Zadewicz. Matter 33, den Andras Polovic. Matter 44, den Vladimir Vora-Rusia. Matter 45, den Daniel Altri. Matter 71, den Andy Sauerschatz. Und Matter 77, den Jan Hoffmann. Trainer, und heute Report aus dem Daniel Bressowitsch. Der Match geht auf den Trainern zu den Herren Phil Priester und Alain Hauks, Beobachtergeneration aus dem Herrn Bunker. Ich wünsche euch alle Bürger ein spannendes und faires Match. Thank you.
schönen guten Abend. Dann heißt der Luzerner ein Keier von Urbakur, wo wir heute Abend ein Playoff-Match zwischen der Red Boys von Deiferdang und dem HC Bierchen überdrehen. Bei mir den Ernie Hoffmann als Expert. Ernie, ich meine, guten Abend. Nur all den Resultaten, die wir so am Playoff hatten, guten Abend, geht es heute für Red Boys ganz viel. Ich meine, wenn Sie den Abend das Match gewonnen, dann können Sie den Tabellenleader Bierchen anholen und dem wir den Match zu spielen. Ja, es geht gleich, könnten Sie sogar das gleiche Zeichen mit dem Liga. Ja, das für die zwei Equipen ein wichtiges Match. Ich meine, wenn Red Boys den Abend nicht gewonnen, dann geht es wahrscheinlich gesagt, dass in der ersten Phase den Zweikampf aus. Die Ligue Bierchen, aber Red Boys kann sich immer ans Geschäft bringen und den Abend fahren. Ich denke, wenn man gesehen hat, auch den Abend hat ja schon Kärchen gegen Peyton gespielt, wo sie mit 37-27 gewonnen haben. Natürlich, der Kärchen hat schon viel gelöst, hat hier ein Match von sowieso vielleicht logischerweise gewonnen. Kärchen ist ein bisschen im Moment die Kippe von der Stunde. Ja, sie haben einen neuen Spieler beigekriegt, den Trainer hat noch Zeit, einen kleinen Treff. Auch mal die Kippe neu anzustellen. Schön, dass Mittwoch im Fernsehen live konnte verfolgen. Tut relativ gut ausgesehen. Es war vielleicht mehr knapper Match, wie das Resultat war. Geht Titeling. Mit Kärchen spielt für den Kopf der Rupsplatz. Und da geht es in den Fünften. Da guckt ihr schon den Antreur hin. Das ist der Ernie. Ich kann noch einmal kurz zum Match von dem Mittwoch kommen, wo Red Boys sich ganz knapp zum Schluss gegen Erstlich gesagt hat. Bei den zwei Kippen sind Platz für heute ein Match umzuhängen. Ich meine, du hast Red Boys wirklich an Extremis zum Schluss. Sie waren 29-27 Handeln. Doch aber noch gefährlich, sprich, in 3 Minuten den Match zu drehen. Haben sie konnten sich zuletzt mal 31-30 durchsetzen. Bettine Loh hat neue Möglichkeit gehabt, durch ein Glück war, im Tabellenspitz zu rumzurücken. Ja, es war vielleicht frei gegangen für sie. Gleichspiel war vielleicht der richtige Resultat für den Match. Aber das ist egal, ich meine, du gehst Confiance, ich bin gegen die Tabelle Leader und ich werde echt mich schön, es gibt für den noch ein Teil, ich checke noch die Punkte. Ja, lass mal gucken, wie die zwei Kippen heute aufhängen. Ich meine, wenn ich gehe verstehen, dass das am Anfang vielleicht ein bisschen Nervosität dran ist, weil die zwei Kippen hatten doch aber an dieser Saison schon 2-3 Matcher gegen die Nähen, wo immer immens einfach denkt, wow, in den nächsten Match wird gleich war. Das war letztes Jahr dann, am November, wo Herr Nummer 32 ausgegangen ist. Er ging echt parat vom Bierchen mal Goalkeeper an den zweiten Match, den Retourmatch zu Bierchen, wo Red Boys sich, obwohl sie den Match relativ weit vor waren, zum Schluss ganz knapp mit 31 konnte gewinnen. Und dann natürlich den ominösen Cup-Match, Ernie, wo man ganz viel Diskussionen hatten, wo noch 7 Meter schießen, du aber schlussendlich Bierchen zu stürzen. Ja, das war ein Cup-Match, der war nicht heuer in der Halle. Ja, das war eigentlich hier gegangen. Boah, dafür sind Bierchen mal im Final Four gegen Kärchen in der Halbfinale an Treppois sind. Also Treppois auch die einzige Chance, sich Titel zu kriegen heute im Championat. Also mal die Bierchen mal im Angriff, wo den Bierchen Spieler, den Griech Zazo Christo festgesetzt wird an den ersten Freiburg 5 und den Unparteiischen. 0-0 steht der Teil noch gespielt, in einer halben Minute. Muss ich natürlich auch gucken, wie die nächsten Wochen sich die Bierchen, die ja noch an allen Kompetitionen vertreten sind, am Titelrennen, am Moment Tabellen 1. mit 14,5 Punkten, sind sie auch am Final Four, die du hast gerade gesucht. Und sie sind noch am Challenge, kann man noch fehlen dabei, wo sie gehen in die Equipe aus Athen spielen. Wo, wenn ihr heute den Experten nur lässt, hat auch durchaus eine Chance besteht, sich für alle verlassen zu qualifizieren. Ja, das gibt für alle eine enorme Belastung. Sie werden wissen, dass Griechenland reisen. Sie haben viele Matcher, wenn sie nicht ganz viel verletzen. Ich meine, heute fehlt schon der Björn Derber und Jean-Christophe Schmale. Das sind natürlich immer Sachen, die sie verkürzen. Danke, Damien. Und mal gucken, wie Pech man das verspricht nächste Woche. Ja, kann ich vielleicht so. Den Schmale hat sich fehlgetan letzte Woche bei der U21 Cup-Finale, wo die Bierchen sich kennt. Ich habe sich doch relativ fähig durchgesetzt. Hatten. Und der Björn Gerber hat sich in der Woche beim Training mit den Zerrungen zugezogen. Ob Red Boys seid, die relativ komplett fehlt, ist ein Mann, der scheint in der Hüfteprojekt. Natürlich, beide Kippen sind aber relativ komplett genug. Wir können also wahrscheinlich relativ spannende Match freien. Ja, aber das gesagt, der Roland Mugriff, Red Boys und James Affal lassen, die gehen mehr ein bisschen aus dem Spiel, variabel, das hindert ein bisschen. Wir fangen, Jürgen können Raphael gut und muss dann ganz Responsabilität man hat so sie überholen. Mal gucken, ob sie das heute noch nicht mehr machen oder permanent los, den Kratovic immer noch spitzt, und nicht um Gomer, aber sobald sie ich dazu suchen, halten den aber raus.
Man doet een 2-0 durchgekomen, maar nu gespeeld in 3 minuten 2-0 4 Gastrei 5 im ersten Racerband. Hier gibt es 7 Meter richtig gesehen, den Spieler von der Red Boys mit der Nummer 33, den Podvisic Andrasche, stumm schon am Kreis, also war dabei behindert, ich finde ich mal Spieler falsch richtig 7 Meter hier durch den Katowice stehen, relativ sicheren 7 Meter Schützen aus. Ja, wenn ich jetzt nach Kiragelos, sind schon 3 Paraden auf seiner Seite. Ja. Du hast endlich den 1-2, vielleicht ein ganz wichtig Vers, ich meine, nächste Goal ist immer wichtig. Sonst kannst du mal als Ergeber und Zweifel kommen. Bierchen machen am Geoffroy Guillaume nach einem Ausfall verletzt zu haben, lasst Cedric Stein auf der längsten Band, dann haben wir Geoffroy Guillaume da und deckt darum Nummer 2 auf der anderen Seite. Ganz wichtige Spieler, wenn sie nachher in den Eis gefallen ist. Sind wir auch für Jürgen Kreis hier gekämpft, mit den lang gewürsten Bandweier, Mann, Popsic, Andras, das wird wahrscheinlich auch ein relativ hart Duell während der nächsten 60 Minuten gehen. Schöne Gold vom griechischen Spieler Sanzo Christo von Bierchen zum 3-1 noch gespielten 4 Minuten und 30 Sekunden. Aber super viel habe ich zum Gomer, den Gomer, den einen langen Lauf geholt hat, den war dann mal 10 Sekunden beginnen von der Wind oder 3-2 und heute schon spitz rauskriegen aus damit, da kann der Werf von der Bahn kreuzen, aber das ist dicke Abgang. Ja, da seht ihr, dass die Equipe schon ein bisschen angespielt hat, also schon seit Jahren zusammenspielt. Außer also vielleicht den Zazo, den das zu neu an die Equipe kommt, als aber die Bierschmein-Equipe, eine Equipe, die schon seit Jahren an der Aufstellung quasi im Terrain steht. Ja, ich denke, ein Zazo vom Spielertyp hier könnte eine ganze Zeit nach schnell, nach wendig, das haben sie die größten Ungarischen. Linkshänder, den an sich nicht mehr als Shooter kommt benutzen. Und von daher. Was ist eine gute Ergänzung für die Kader? Ganz schöne Goal vom Daniel Scheidt, den du aus einem Dach nicht so guten Winkel in Lob kann aussetzen. An zum 2-3 kann verkehrt sein. Ja, Daniel Scheidt auch an der Woche zuerst eine Bank, aber auch auf der anderen Seite Linksband. Dann Adin Zicker, hat 10 Goal. Genau, denn, Daniel hat massive geschossen. Das waren die zwei Garanten für die Victoire. Effektiv. Ja, da gesagt, ob der Raphael gut in Ginsen nicht unbedingt draußen können, vielleicht da bleiben. Da muss ich probieren, Sperner lesen, 2 gegen 2 Situationen, um ein Pivot zu machen. Weil du zum Glück hatten sie den Ball rumkriegt, durch ein kleiner Fehler schon auf den Ben Weyer. Mehr Raphael Guten, der noch schon diese Saison trotzdem, trotz seinem jungen Alter, schon seine Leistung gebracht hat. Da war eine schöne Intervention vom Spieler Biel, den du dem Adin Zicker den Ball am letzten Moment kann aus der Hand spielen und das auch vollkommen korrekt. Du gibt den Freiwurf, gebe ich mir auch eine richtige Entscheidung. Du war Käse die Meter. Ja, da hat ein bisschen eine Shot mehr lernen, nicht kommen, da wird vielleicht 7 Meter gehen. Das Lodi unparteiisch, Linz der Rauchs, ohne Fehler gebe ich mir. Ich glaube, auf jeden Fall auch noch keine größere Diskussion. Lassen wir hoffen, dass es das noch so weitergeht. Unauffällig, wie es soll sein. Unauffällig, wie es soll sein, genau. Trainer Rubicki und Orlo sind in Griechen, jetzt halb nach gesucht. Eine Chasen, eine bei B Chasen. Also, bei einem ganz guten Gucki für den Red Bull sind einfach die Schwachpunkte. Ganz klar. Genau, aber wieso nicht immer? Wenn du eine Chase kannst du nicht drüber schießen. Weil drinnen geht. Das Kreis verteidigt, richtig gesehen, den Daniel Scheidt, den du einen halben Meter am Kreis steht. Tja, wenn der Kreisspieler den Ball hört, Ernie, dann muss ihn entweder in so einer Situation scheiße lassen oder der wird noch mal nicht am Kreis stehen bei der Verteidigung. Ja, das geht immer, das geht immer im Gesicht, die Mismatchen, die großen, wie schwere Pivot gegen den Bandspieler. Und der Band immer ein bisschen schwierig, wenn sie dran drüber kommen, wenn sie immer Sprünge für den Ball aufzufangen, geht immer schwierig. Ja. Separato vom Defi den Gurke, noch nach dem Nordschuss halt. Super Parato für den Nummer 24 Ampul bei der Red Boys. Mit der Nummer 24, wie gesagt, Djokanovic Peter, den an der letzten Woche vielleicht nicht gerade sein bestes Vers hat. Am Anfang von der Saison relativ stark Matcher gemacht wird.
an nur vielleicht durch die Parade nur im Selbstvertrauen kriegt, an zurück zu sein, um alle Spiel finden. Oh, ich kann mich erinnern, das erste Match hier in Bulls Diddling durch Stift Notkommentar, da war super stark. Das wäre der Match ganz heiß ausgegangen. Und dann hat sich die Leistung nicht stabilisiert. Okay. Hoffmann hier setzt sich durch, kennt den Goymar. Und kann zum 3-3 hier annetzen, 3-3. Ich meine, bis los aus den wirklich erwarten ein enke Match. Los, wir hoffen für uns alle gut, dass es so spannend bleibt und noch so ein faire Match bleibt, wie los, bis los die ersten 8 Minuten da. Ja, 8 Minuten, 3-3, gesagt, noch Kipper, sie gut an den Match kommen. Ich bin jetzt in Parade schon. Da ist schon mal gut viel Confiance. So, ein Mann, der kommt von den Dave-Verdinger auf den Goymar. Kondovic, den nur bei ihm steht und ihn mit aus dem Haar lässt. Immer der Raphael Guden, setzt schön durch. Und kann den Simeter raushöhlen, noch gebe ich Mengen völlig korrekt. Ja, Deckungsspieler steht doch total falsch. Der gute Junge, Aston ist so groß, man immer zeigt, gegen die größte Leitlernung zu gehen, das ist auch schwierig. Er kann den Ball nicht mehr zur Hand gehen, wenn er noch friert in den Raum und möchte nicht so, steht parallel. Wenn es nicht so ist, dann gehe ich den Hacken zusammen, das ist immer kompliziert. Und Raphael, wenn er schwung ist, dass er noch schön bullig kann sich durchsetzen. Super, dass der Kerl so anschlägt. Und nachher ganz junge Spieler auch. An den auch hin, versammelt den Ball, du schießt ihn auch drüber. Den Ariel Petrasik, den noch das ist so ein großer Schritt nach vorne gemacht hat. Oh ja, und das natürlich bei ihm aus dem gesehen, wie bei Raphael, das ist ein Greist. Und das ist so hochvariabel, da kann er aus dem Stand über das falsche Spiel werfen. Aus dem Sprung sowieso, aber das ist auch stärker mit ihm genäht. Also, ich bin gespannt, wie er sich noch möchte. Ich muss Kippe durch dazu lehren. Das geht dann auch an den internationalen Matchen nicht. Egal für welches Land das Licht dann spielt, beziehungsweise kommt er hoch. Du musst dann auch sicherlich wie robust gehen. Aber ja, wir hoffen auch, dass Nariel sich dann nicht von der Kirche verletzt. Wir haben heute ein paar Mal für Polen gespielt, mit der U18. Soll er in der 20. spielen, mit Köfen aber noch Gespräche. Er steht dann ja schon am Kreis. Köfen aber auch noch Gespräche mit Verein, Verbandsverantwortlichen, mit der Familie von Ariel. Wo wir doch dann aber hoffen, dass wir ein paar Jahre vielleicht können den Ariel auch bei uns in der Nationalekippe begrüßen. Ja, ich bin bereit, schon mehr nicht viel, wenn die Jan Hoffmann von der Größe der Position haben. Und wäre gut, wenn wir da ein bisschen mehr Variation hätten. Genau. Ja. Schön gespielt auf Fußbierchen. Schiedi war ganz gut, ja. Leider, eigentlich passt, ja. 10 Minuten gespielt gleich, 3-3. Eine gewisse Nervosität, meine Herren, das ist auch normal. Ich meine, du weißt als Coach, du hast auch nicht länger Zeit eine Equipe trainiert. Von so Menschen sind wir das heute. Ich denke, das ist ein bisschen mehr Spezielles, auch die Woche Vorbereitung. Ich meine, das Woche war auch noch ein Match. Dann hast du natürlich noch mehr Stress. Aber auch du kannst uns doch vielleicht erzählen, wie es eine Woche für den Trainer auflebt. Ja, wenn er Mittwoch spielt, dann hat er natürlich das Freude. Kann er nicht auf den Gas drücken, aber der Kipp. Muss ich sicher schon taktisch. Der nächste Gegner im Schirm holen, sind Videosanalyse gemacht und das vier oder neun Training für den Jungen präsentiert. Da geht entweder den einen Training auf den anderen Training Verteidigung gemacht. Gola Seidel, hi. Ja. Und du bleibst just eine Taktik übrig. Eventuell eine oder andere blessiert, die Schöne, für das du was anderes kann umtreten. Aber das hängt nur davon auf, was nicht drauf geschieht ist. Ja, also die englische Woche mit einem Match dran, sind sie aber flott, spannend. Muss natürlich nicht so oft sein, weil das ist also auch für den Spieler, für den Trainer anstrengend. Am mentalen Bereich vorbereiten, sich drüber stellen, fokalisieren, konzentrieren, alles. Also ich als von der Verbandseite kann ich so, viele Matches sind an der Woche, weil die neue Verein nicht mehr ist, also weil noch heute Matches sind, wo zum Beispiel die Kippen am Rundpokal gewesen sind. Das sind unsere Kippen ja auch immer mehr, weil sie einfach auch nicht mehr am ersten Tür wie 14, 15 Jahre rausfliegen, aber sie auch teilweise wie Bierchen zum Beispiel, sie auch für die Trainer, wenn die Defendinger waren, noch an der Achtelfinale qualifizieren. Da gibt es natürlich Matcher, die dann am Championat nicht können gespielt gehen. Mehr an die Saison durch, was Trainer betrifft. Ich meine, Trainer hat halt keinen Job mehr, wo in anderthalb Stunden, dreimal in der Woche muss er Training gehen und dann vielleicht eine halbe Stunde vorbereitet. Ich meine, das ist mittlerweile, du hast viel mehr gefreut. Seid ihr noch zu einer mehr hartberuflichen Trainerin angestellt? Du hast auch die eine oder andere Interview schon an Zeitungen, wo du darüber geschwärzt hast, weil du auch relativ nachvollziehbar davon tun. Das ist natürlich schwer für Lützbäuer, die aber relativ viel hier im Land verdingen. Hier ein schönes Goal auch vom Kreis. Der Goalkeeper hoffen wir, dass er sich dabei nicht wehgetan hat.
wo natürlich die Paie relativ hoch sind, für Vereine der Lützbäuer zu engagieren, die dann hauptberuflich Trainer sind. Ja, aber wie los, ich meine, momentan haben wir auch André Gulpicki, den an sich beim Top 5 nicht hauptberuflich ist. Und ja, das ist größten Abwand. Muss von immer alles stimmen. Vielleicht wäre noch in Zukunft von den Lützebäuer will embauchieren und die größten Trainerstaff. Da sind die Charge ein bisschen verdient. Aber schwer vorstellbar, dass das nur wieder das Lager raus ist. Nach 30 Trainer hast du mir gesagt, ja, auch die fliegen noch raus, darüber die Trainerin. Sie gehen. Lützebäuer sind natürlich auch rausgeflogen, oder die einen oder anderen, die nach da ist. Nein. Ich meine, die Leistungsdruck wird immer groß von den professionellen Ausstellern. Das ist klar. Natürlich immer pro Equipe um die Feier Profi oder sogar noch 1,5 Profi, also das geht schon in eine Richtung. Und dafür kommen noch die guten Resultate, wenn ich schon gut drauf zu stehen. Von der Feier steht der Teil nur 2,5 Minuten. Wir haben mal zwei technische Fehler, so, weil den von Ihnen nicht unbedingt so kennt. Dann muss ich es natürlich aufstellen, was zum Boden füllen. Wir gehen eigentlich doch relativ konstant. Red Bulls zur Equipe, die haben bis jetzt die ersten 12 Minuten geschmengen. Das gespielt werden sie auch diese Saison, wie soll ich sagen, was ihnen zuspricht. Ja, sicherlich. Wir haben Jan Hoffmann, der längste Halbe, den sie dabei kriegt, den ihnen direkt weiterhelft. Längste Halbe ein bisschen zwischenkommt, an der Normalrunde. Da waren die zwei Spieler, die geholt haben, für nicht so angeschlagen, der Russia und der Djokovski. Schön Ausspiel, du. Und du hast ein anderes. Pontisic sich auf der Hüfte fegen, du. Lass mal für ihn hoffen, dass er noch weiterspielen kann. Gael Kerr, doch für den Goalmar. Die Beschmengen als auch vertretbar. Aber, Assalon, wie soll es sein? Normalen Zweikampf im Kreis. Vielleicht muss ich noch am Anfang gegen Gael mal weisen, für dass er den Match am Griff behält, für zu weisen, dass nicht alles geht. Aber ich war ein bisschen unglücklich, ob es dagegen noch gefallen und dafür wird ein bisschen weh. Andere ist so der ganze Kerl, ich meine, was für Kraft hat. Ja. Und die anerkennen keine Schmerzen, so ein Schimmer. Und ich meine, das zählt umso mehr für ihn, den aber als Krise, als Pivot, ich meine, da geht es immer ein bisschen mehr heiß hier. Und hier könnt ihr auch in anderen Ländern auch schon eine andere Liga gespielt, wo es wahrscheinlich noch mehr auf Truppe geht. Ich meine, du hast, steht auch über dem Terrain, das ist eigentlich ein kurz Peng und dann geht es weiter. Oh, momentan ist Repoys das gut, dass sie zum Beispiel links halb Pivot für darüber hat es an der Feier auch gehalten gehen, wie sie den Ball verloren hat, dann hätte ich eine Pfeife. Ja, das hat sie bisschen im Hals. Ja, ja, aber das Problem ist immer den, ob wenig geschieht, die richtige Fehler. Der feierte Schrott, wenn sie denkt, ja, ich springe dann in 2-3. Ja, aber dann hat er nur von gut von der also das vertretbar, lass mal so, und das ein Herz, 2 Minuten mehr. Kann ihn selber gehen, ne? Nee, was schlimm ist, und da hat er genau am Ralentie gesehen, sein Co-Equipe links hat ihn freigelassen, ja. Und hat das angelöst zu den Linken. Genau. Genau da könnte ein Risiko an die Situation, dass er ein Duell kann verlieren kann, und nach Kästen muss bezahlen, wenn er 2-Minuten-Strafe. Risiko steht noch schon ganz lange dabei, als nicht mit den Allerjüngsten, dass da vielleicht da war, geht den Satz so, den dann schnell ferndroppelt, vielleicht ein Problem kriegt, wo dann umso mehr wichtig ist, dass seine Equipe-Kollegen ihm da ein bisschen helfen. Und die wirst mal ein bisschen Chance an den Goal machen. Haben wir seinen zweiten Goal verkehrt zum 6-5, nur 40 Minuten. Ja, die berühmten zwei Bälle. Ja, da das ist ein sehr verlobter Schritt von Erstellen. Da mengen sie auf Band Chase, den Schiffer gibt es noch. Und da vergessen sie noch gerade aufzustehen. Ich kann mich schon an den Spieler erinnern, zu früheren Zeiten, Krise mit Perkovic gegen Hecht, den Ball immer alle Rolle, den immer rumkriegt, dann wird mich so oft wirklich zum Wahnsinn gebracht. Ja, Perko, den hat kein Herz gebraucht, den hat Pasch einfach in der Hand gekriegt, den gut alle Ball. Na, wie ein Magnet. Wir finden da mir riesig zurückzukommen, also seit wie lang? Anderthalb Jahr zinkt. 15 Jahre Minimum. Was ist denn hier im Land? Er war von Profi, schafft ja noch. Er hat sich entwickelt, dass er als Band kommt als Kroatien von Metkovic. Er hat hier immer Halle gespielt, wird hat super gelesen. Ein absolut verlässlicher Spieler. So, ein Camper-Trick probiert von Daniel Scheider, aber passt ja ein bisschen zu tief für den Jan Hoffmann, sodass den. Ball nicht kontrovertieren, dann die Bierschwer profitieren, dann nur noch eine zweite Strophe, vierte Knies, Goymar kann den Ball nachschießen zum 6-6, an den Knies, den leider auch nur ein bisschen zu spät fahren, der Ball, der Spieler von Hannen ein bisschen geholt hat.
Kritz 5 Minuten, sodass die Defendinger die nächsten 35 Sekunden an Dribbler innerzählt sind. Ich denke, da muss auch der Goalkeeper raus. Da sind weitere Feldspieler von dem Terrain. Den Trainer leist hin, der Bannen. Der Brestowatsch, Danilo aus Mazedonien. Bier ist schon gut gelöst. Ich meine, wenn zwei Spieler infiziert an der Wurf, den in den Camper passen möchte, an der Jan Hoffmann, dann drei sind zurückgelaufen und sind direkt hochgemacht zu feuer Stecker und konnten direkt einen Goal schossen. Das war schon clever gemacht. Ja, wieso haben sie immer zu clever ausgespielt, was ja auch oft nicht der Fall ist. Also, eine Equipe, die auch nicht zu lassen, darf er nicht Kaffee profitieren. Mit dem Bier haben wir einen 2-0 gemacht. Und haben eine weitere Chance, den Match zu ihrem zweiten Gunst zu drehen. Der Ben Weyer schießt den Ball schön ran am kürzesten Eck. Porto an der Rand, 7-6, die Birchma 15, 16 Minuten gespielt mittlerweile. Hey, absolut erstaunlich, der Ball als man an die Mitte lebt, die Zeitschnur war aufgelaufen und lief kein 5 nach Rand. Also, ja, Handball ist mittlerweile ein relativ schneller Sport. Da war eine Überbrückung über die ganze Terra von 3-4 Sekunden, so schnell geht das mittlerweile. Gut, dass man zwei Kameras nach Stunden hat, dann brauche ich die Kamera nicht hier zu schwenken, weil das ist doch schlecht möglich. Das. Ja, Alan Seeken haben wir am Rückraum mit dem Jogivski, neue Leute. Wir haben gespielt von Jan Hoffmann, auch Daniel Scheidt, den ich da flott freigelaufen habe, anzusehen, wie sie ihn ausgleichen kann. Wir haben gespielt, ob du ein super Parat, ein weiter. Nummer 24, den Jokanovic, Peter. Mengen, ja. Das ist relativ ausgeglichen auf beiden Seiten. Beide Kippen haben ein paar technische Fehler, beide Kippen haben wirklich Paraden. Die so zu 7 gerecht Resultat im Moment. Ja, Tun Bieler hat einen kleinen Kontakt gespürt. Also, man falsch Bein aufgesprungen, dann konnte ich den Winkel mit abmachen. Djokanovic muss kurz ab, kurz zu. Und dafür hat er parat gemacht. Ich denke aber, dass ich doch keiner wert von einem guten Nationalspieler, dass ein so eigentlich das selbe Ball parat schießt. Und dann geht es zur Mitte Strophe. Ja. Nein, ein Gierkart-Challenge. Ein Gierkart von Ben Weyer. Und natürlich ein paar Dave-Verdinger auch gerne gehabt hätten, dass der Umlecker zur Mitte geht. Inklusive dem Trainer. Gut, ich meine, das waren zwei Aktionen, die waren ein bisschen, die Verteidiger war zu spät. Hier war eine Aktion, der Spieler steht noch direkt zum Goal. Heute den Aldi Zicker scheitert. Und dann Nummer 1, Funjani Birschmann, den Lichtkai Silvester, den einfach stehen bleibt und dadurch den Ball aufhören kann. Aber oh, Winkel war das optimal? Nein, das ist richtig. Oh, auch ein schön parat. Weiter schön parat. Am Ende sind ein bisschen Goalkeeper, die hier den Spieler schaustellen. Armin Sekan. Oh, ich weiß nicht, ob was Wurf vom Zetzers, ob der Adler gewollt war von der Red Boys, dass den Goalkeeper lange einhält und der Verteidiger kurz und das liegt parallel zu den Meter gegangen, was normalerweise, wenn den von so aufhängen parallel zu gehen, da geht man gewesselt. Ich weiß nicht, ob das so abstudiert war. Das ist schon der zweite, den du am langen Eck wurde doch vielleicht die Kopfbilder gut gemacht. Das ist eine Hausaufgabe, dass du weißt, wie sie spielen. Genau das hat kein Goalkeeper von allen Spielern. Normalerweise, entweder man sagt selber, dass Krein hat von ihrem Trainer bräuchte, die ein Video liest für ihr Match gemacht und dann da kriegen sie ganz genau gesagt, welche Spieler die Match auf jeden Fall hier Schuss, was für ein Ex geschossen hat. Aber vielleicht, das wie Sie sehen, sehen hier heute den mazedonischen Trainer sein Goalkeeper gesagt, dass den Zatzos mehr Spiel halt an den langen Eck scheißt. Da kann der Goal mehr sich rum durchsetzen, scheißt dabei auch an den langen Eck. Wobei ich muss sagen, dass er Verteidigung noch nicht ideal durchstunken war, kein Block da. Hat und der Spieler konnte sich nicht rausziehen. Ja, voilà. Und der Goalkeeper hat ja relativ früh eine Tendenz nach links gewesen, so dass, also für den Goalkeeper ist es nur links und dafür ist der Ball riesig rangegangen. Ja, jetzt mal vielleicht kurz gucken, wie dann bis dort Kohler geschossen hat. Das ist auf der Defendinger Seite dann Daniel Schalk mit zwei Goler, den anderen Spottisic im Kreis mit zwei Goler. Robin Birschma hat es dann Goimar Loik mit drei Goler an den Zatzo Christo mit bis dort zwei Goler. Oh, Birschma fängt schon auf, zwei Jungen mal durchwesseln. Bringen noch neue Leute für Deckel, um ein bisschen zu entlasten. Wird dann natürlich nur an den letzten 10 Minuten, wenn Money Time ist, kann immens wichtig sein. Schöne Goal hier,
Han hat dem Rick am Leihen von Jan Hoffmann. Das ist natürlich eine bessere Chance mehr. Ich meine, das ist natürlich cool. Wie seid ihr gern? Ja, er hat dann Trille gemacht. Giel kehrt hier den Armin Zicken. Ich meine, war auch noch in der Zumittestrophe drin. Ja, ich meine, du nicht. Ich meine, da waren die ja bitter, aber ein bisschen unter Druck, weil das Treppbüch von 25 Minuten hat. Wie ich meine, kann ich noch mit der gelben Karte leben. Ne? Ja, ein neuer Revenant, ein Pivot von Bierchen, den Markus Truppa, lang blessiert. Weil doch vielleicht noch eine Woche echt ein Remo gehabt hat, weil der Jockey so schmal verletzt ist. Ja, ganz ganz soliden Pivot, den Sperre setzt, den am Weg vorholt, vielleicht wie den Metreier. Ja, ich meine, die Bierchen müssen ein bisschen übergesetzt im Krieg. Ja. Ja, boah, drei Pivo, da sind wir gut, solange wir können auch drei Decken. Oh, die meisten Frauen, wenn sie zwei haben, wir haben noch gleich drei. Du bei den jungen Schmalen, die ja wirklich auch noch für die Zukunft hoffen lässt. Ja, aber es sind drei unterschiedliche Spielertypen. Ja, von daher ist es ganz interessant. Da war vielleicht ein bisschen zu viel telefoniert von Jan Hoffmann, wo ich ihn deutlich gesehen habe, dass er viele von Google die Krise spielen. Ja, aber ich meine, mein Ball und Boden, wenn er nicht mit zu gehen, dann weiß ich auch verteidigt, dann wird er weg. Er ist verstanden, du läufst, das ist immer schwer. Das, ja. Ich meine, muss ich auch so, dass der Bärsch mal sagt, du hast keine Kakette in der Verteidigung stehen. Ne? Ja. Und ein schöner Goal von der Nummer 39 für Bärsch, der Leon Biel. Und so schnell geht es, Daniel Scheidt, Mann 9 zu 10 auf der anderen Seite. Ich meine, es hat knapp 3-4 Sekunden gedauert, schon schnell auf der anderen Seite. Und den Angel Gebrücke, den gefällt das gut nicht. Also nicht einmal da verstehen, dann hält der nächste Tomor, für seine Equipe neue Korsinen zu gehen. Ja, ich habe es auch gewusst, dass Daniel Scheidt immer bei einem schneller mit zu holen ist. Und wenn ich dann nach irgendeinem Verteidigungsspieler wechselt, dann musst du auch l'opposé. Ich meine, das wird von nur geworfen gehen, den müssen wir zurückwerfen. Das wird jetzt alles geworfen gehen, da kann ich nicht auf der linken Seite ein Goal kriegen. 19, 21 Minuten, 31 gespielt. Tomor hat von den Bierchen mal. Lass mal ganz kurz gucken bei den Herren. Gut, der Mitte schon im Match. Wir hatten natürlich schon gesagt, Kersching setzt sich da relativ klar. Gegenpating mit 37, 27 durch. Bei den Damen gewinnen doch 10 Matcher. Da noch Favoriten durchgesetzt. Den habe ich Musseldal verliert daheim. Gegen den habe ich Dietling mit 16, 31. Kann ich kurz die beste Macherin auf die Dinger Seite zuhören? Kim Wirtz mit 8 Kohler, Thies Kim mit 7 Kohler, Sharon Dickes mit 6 Kohler. Und dann hat man noch ein zweites Match, wo Schöffling daheim gegen Dickrich die Kürze gezogen hat mit 22-27. Da haben auf Dickrischer Seite Jung-Veronik mit 9 Kohler und Gilles Heimetz mit 5 Kohler die meisten Kohler geschossen. Gleich geht es weiter. Wir schmürt den Ball, 10-9 sind sie 4. Es ist wirklich ein ausgeglichenes Match, wo Kalison alle Fehler auch postwendend bestraft wird. Ja, es sind die Bälle an den letzten 5-6 Minuten ein bisschen mehr anzugehen. Da gibt es ein bisschen Mann zu fahren. Ich meine, Leibiel hat für allem das für den Grund umgesetzt, was sein Trainer von Zottos verlangt hat, bei P schießen, weil dort schwächt er vermeintlich. Man kann zum Beispiel Trainer sich Keeper von der Red Bulls. Und das hat dann direkt geklappt. Durchgesagt, du auch gut freigespielt. Vierte Nariel Pietrasik, den sein nächstes Goal hat, genommen scheißt. Und Bierchen mit so moderem 2-Goal-Affäre hast nur 22 Minuten. Wir sind heute in Andrzej Gulbicki, den an der Diskussion hast. Mann, mach das super. Andrzej Gulbicki, Ernie, letzte Woche war dein Rümer, den Mütterwoch, als du bekannt gegeben, den André. Als nächstes Jahr nicht mehr auf der Bierschwein, wenn ich als nächstes Jahr zuerst. Was hältst du von den Bierschwein? Boah, aber in anderen 2 Jahren super habe ich die Bierschwein belegt. Wo ich nach einem Jahr nicht gedacht habe, dass sie von 105 oder 4 Platz rauskommen. Waren sie Vize-Champion, kommen im Cup-Finale. Eine super Geschichte. Boah, ich meine, in anderen 2 Jahren neuen Challenge-Gesicht. Also eine andere Equipe, von der Kader sich zusammen bleibt. Ein Kader, wo ich mir Spielzeit verdiele. Ne? Was doch nicht so einfach ist. Dann. Weil mehr Pferdespieler vielleicht sind wie bei mir, wo noch mehr Entwicklungsfähigspieler hat. Oh, interessant. Ja. Deswegen ist der Spieler was vorne schon lange hier. Haben wir nach allen zwei Gegenden gespielt? Ja, oder Mattem, du vielleicht? Nach, ja, Mattem habe ich nicht gespielt, aber Gegenden auf jeden Fall. Kann ich mich erinnern, weil ich meine, wir waren relativ gute Spieler.
Backrem-Spieler, den aus dem Stand relativ gut gespielt hat. Er war nicht den überragende Werfer, aber hat eine gewisse Spielintelligenz, die demnächst aber relativ gut gekommen ist. Das gelehrt Band, Herr Meister, den Backrem-Spieler, das ist auch nicht immer so einfach. Ja, das ist richtig. Ja, aber ja, wieso? Ich wünsche eine gute Chance. Das war mein Viergänger zu Dittling, dem ich viel gelehrt habe. Dann bin ich dafür immer dankbar. Biel hat den Tunbiel, den heute Ball hat, den er von der Band den Ball nicht rückgekriegt hat. Cedric Stein auf den Lebiel, den Ariel Petrasik. Immer nach Manndeckung von Martin Zecken auf den Goimer. Und da spielen die Birschmar durch die Manndeckung. Das ist natürlich ein bisschen mit Platz um Kies. Und das nutzt natürlich den Marco Stupper um Kies ganz gut aus. Ja, super Nolo Pass von Cedric Stein für der Band auf die Pivo. Super gemacht. Stopper kommt so viel, weil Repois Gas genügt, nicht wie es denn, dann ist der Band. Und dann ist der Tunbiel an der Halber verdecken, sind aber nicht hier sicher gegangen. Konnten man einfach nur so schießen. Beste Chance hier, den Spieler Matter Nummer 19 von Repois, den Jörg Efti, der den ersten Goal schießt. Den Goldberg wird run, kann den Ball aber nicht. Devieren, dann schießt sich der Ball quasi selber an. 11-12. Kann keine Kipps sich richtig aufsetzen. Und das entspricht dem, wenn man auch bis nur der Saison an den Matcher zwischen den Red Boys und dem HC Bierschirm so kennen. Ja, Cedric Stein ist angekommen als Band. Durch die Manndeckung könnte nicht mehr jemand sehen, dass noch ein Rückkehr muss kommen. Möchte das super gut. Gutes Spiel, Goal geschossen, ganz stark. Ja, und Cedric Stein ist ein Spieler, den eigentlich nicht so auffällt. Den aber heute ganz weh kann du mit so gelegentlichen Aktionen, wo er nicht immer da rechnet. Wie auch gerade nicht den Pivot für drin, ganz gut gespielt. So ist es gerne. Und kann noch zum 13-11 ansetzen. Da mussten die Delfer, denke ich, auf jeden Fall für die 2000 Schnaps aufhalten. Ja, Cedric Stein ist auch ein Allrounder, nicht ganz viele Jahre als zweiter Mann noch jetzt selber gespielt, wenn links einmal rauskommt. War immer gefährlich, für dich in die ganze Zeit durchzubrechen. Als wuchtig, als schwer zu kontrollieren. Ja, aber da hatten sie gut eine andere Chance, weil die Guillaume Joffre, ich könnte nicht mehr hier rum. Nee, das hätte ich aber ganz am Anfang gekriegt, ich hätte das nicht mehr gekriegt. Ja, beim Geknecks hat er den Fuß gehabt. Ja. Nicht so gut. Ja, ich meine, so lange es läuft, muss ich auch nicht verzeihen. Im Moment, als ich nicht so weiß, wenn dann Guillaume Joffre so viel die vermisst gehen, 13 Spiele steht. Das hat schon eine Konsequenz in Bierschmann. Normalerweise steckt den am 2. Das sehe ich gestalten möchte nicht. Das heißt, die müssen schon den Spezialisten, die es in der Verteidigung in der Position opfern. Und da sind wir lustig, den Nudeln mit den Schmantanen an das Gehen zu gewöhnen. Auch hier eine Aktion, wo ich nicht so richtig verstehe, wie weit der Bandspieler den gegnerischen Angreifer nicht einfach scheiße lässt, weil du kannst eigentlich just noch eine Decision gehen, das ist 7 Meter. Aber da geht natürlich den Guillaume Joffre vermisst, dass er da einfach relativ zuverlässigen 7 Meter schützen. Ja. Mehr wird heute den Ariel Pietersack den 1. Meter der Nove und 200 Euro schon verschossen. Rackgesät zum 14-12. Jan Hoffmann gibt den Ball in Nadine Zicken an Ted Boys Hölle den Ball rum 4 zu verkürzen. Sie muss probieren, Lohaie kurz vor einer Pause nicht weiter Rückstand zu bringen. Ja, Georgiewski war nochmal 2 Goal an sich. Wird an den Match kommen. Heute oder vielleicht die nächste Confiance. Sind sich doch schwer, eine Solution zu fangen. Ja, wir sind im Moment relativ agil, haben an der Verteidigung Zeitspiel gewesen. Proper rausgespielt, wie ich meine. Ich habe noch nicht falsches gesehen. Auch da steht ein Red Bull-Spieler am Kreis. Das ist mal der Bestbierchen, meist letzte Minuten. Ich finde auch, in Deckung steht gut. Repois möchte auch noch im Kreuzung und Tür mit. Wir haben ein bisschen zu viel Zentral gegraft. Ja. Sie steht ganz kompakt zu feiern. Wir kriegen immer mit Confiance und auch noch 2 Ball kriegt. Das muss Repois sich aber noch aufhören lassen.
Ich habe doch heute Bilder gesehen noch von Trettbeuys. Ich habe schwer, dass in Deutsch in den Faber Joey Stung du einen halben Meter am Kreis auch von hin hat, du ganz viel aktiv an die Spieler angegriffen hat. Stungen aber für Spieler nicht behindert. Und das geht nun mal eben durch. 15-2, der erste Player, wo eine Kippe schreit, kann man drei Gole aufsetzen, zum Beispiel bleiben nach an der ersten Halbzeit zu spielen. Schön gespielt von den Red Boys und Nadine Zickern kann den Ball schön ansetzen, so wie man das auch Mittwoch gesehen hat. 10 Mal gegen das, die Ball normal und hätten doch auch gesagt, ich mehr schön wie den anderen. 13-15, du sieht ein bisschen besser aus. Ich denke, du müssen die Idee verlieren, dass du vielleicht noch ein bisschen mehr konzentrieren und die einfach Gola von den Bierschmer verhindern. Ich denke, die Bierschmer haben effektiv zu viel der Einfachsituationen können kreieren in den letzten 5 Minuten. Das, wenn du gesehen hast, Aldin hat einen richtig besseren Winkel mit für Donas, das geschieht, was muss geschehen. Der Ball muss schnell weitergehen. Genau, wenn du den Deckenspieler kannst, weiterspielen, wieder Band einspielen. Und dort Goal aus nicht eitel, ein passender Riesic, den auch sein erstes Goal kann schießen zum 40-15, der das genau das hat, was Boris gebraucht hat. Ich denke auch hier richtig, dass der Bittere nicht weitergelaufen ist und am Angriff durch Bierchen hat auch keine Solution und will es nämlich nicht, wenn es am Ball sollte machen. Natürlich auch gut verteidigt an der Situation. Natürlich. Man muss ja nochmal eine Verteidigung dann belohnen für eine gute Aktion, dann nicht immer ja, das läuft so und der Ball für die zugreifende Kippheit. Ja, scheiße, der Lebil und entstanden von Djokanovic. Er hat es gut durchgesagt und sich ja kontrolliert den Defenseur geholt. Hat aber eine gute Chance, dass noch noch das noch nach 7 Meter kommt. Ja, ich meine nicht, dass du das unbedingt nicht unbedingt. Ich habe noch nicht genau gesehen, können in Zeit vielleicht noch geguckt, ob du von der Hand gestößt hast. Das ist nicht. So gesehen haben sie einen Kaja, die setzt sich schön durch. Und also ich denke, dass ein Nationalspieler wie ich das für den noch Champion der Klotten kennt, den Ball rausschießen. Ja. Starke Wurf vom Mittelsieg. Und der Repo ist Renault aus. Ja. 20 Sekunden für den Schluss von der ersten Halbzeit. Ich meine, sie haben doch für drei Auszeiten, sonst wäre es ein Verfall. So kann hin seine Kippen erstellen. Ernie, was gibst du da so? Und, was könnte die taktische Erstellung sein für die letzten 20 Sekunden heute nach? Vielleicht 15-16 zu schießen. Also wir können bestimmt nicht schießen 7-7 Passen machen. Sie müssen mit der gesunden Distanz zur Deckung spielen, für das nicht festgemacht gehen. Bierchen werden immer am Tabu lehnen, Fehler zu machen. Bitte spitzen aber richtig, dass Zeit auflebt, dass sie nämlich zum Wurf kommen. Es werden wahrscheinlich eng schnell Kreuzung aus Laserhandeln kommen. Wir sollen probieren, wie viel drin direkt zu renversieren. Dann müssen wir mit der Zeit durchgehen. Aber wenn sie aufhängen, der Ball zu viel nur in den Meter zu drohen, dann Bierchen muss sie ganz erschienen. Ganz schnell auf die Beine am Mittelblock, dann werden sie immer an den Meter Fehler gezwungen gehen. Gute Zeit für Gold chasen, aber auch Zeit genug für einen Konter zu kriegen. Da hängen wir immer davon auf, wo wir kein Disziplin haben. Immer ein zweischneidiges Schwert. Ich meine, wenn man es nicht gepackt hat für einen Joa gegen Italien, da werden wir auch drei Gold auf Fähigkeiten für Schluss. Man ist noch zwei Konter gefragt, weil man es besser machen wie man wie Diana und das ist nur Handel ausgegangen. So, 15 Sekunden genau bleiben zu spielen. Ja, können wir Kreuzung, Kreuzung, ja. Und dann Versement. Und dann spielen sie dann gerne aus. So genau wie wir drin. Schöne Camper, super schöne Camper, schöne Goal. Genau das, was ich brauche als Motivation für die 2000 an uns zu fangen. 15-16 steht es hier. Keine Kippe kann sich heute decisiv aufstellen, aufsetzen. Vielleicht hier ganz kurz auch den Match zu Titeln, den im halben Jahr gefangen hat. Nur 15,5 Minuten steht es hier. Ein bisschen überraschend, ich weiß es nicht. 6-7 für den Handballer, den sich wie Schenk noch nicht abgehen hat. Dann probiert doch hier den Titlinger weit zu tun. Ja, aber ich meine, Escher ist immer. Also, es geht aber ganz viel für den Escher Verletzten geschwärzt. Das geht aber dann sehr gesund in dem Kontext, dass auch Griechen Profi noch geholt hat. Für manchmal eh von den Verletzten zu ersetzen, das ist ein ganz verdammter Kipp, die auch von euch die erste Playoff-Matcher schon die anderen 2-7 nicht schlecht gespielt hat. Bisschen zu Bierchen sich selber an Wichtung, mit der Dürbeler Zeitstrafe vom Bock zu Schluss, aber wie den Danny Schulten da, der auf den Fuß getrippelt ist, auf der Wand, auf der Verletzten draußen müssen, haben sich alle gut, man hat alles beschäftigt, spielen nicht mehr Handball. Und da haben sich ein bisschen selber gewichst, und ich fand aber das letzte Match gegen Rapuls, wie gesagt, zu Schluss 4 waren sie aber noch richtig gut. Von daher, als Asch vielleicht nicht schlecht davon wegkommen, wie sie gespielt hat.
So, das war dann für die erste Halbzeit. Wir sind uns zurück bei einer hoffentlich ganz spannenden zweiten Halbzeit. Wir sind uns zurück an einer guten 12-13 Minuten. Wir begrüßen euch ganz herzlich für eine weitere Edition vom Let's Handmark, dem Magazin vom Lützebäuer Handball. Der Mond Januar steht ganz am Zeichen von der Herren Nationalequipe und da konnten uns Jungen wirklich überzeugen. Mit einer aggressiven, starken Verteidigung haben sie dem Gegner wirklich das Leben schwer gemacht. Und sogar russische Topstaren hatten Probleme für sich durchzusetzen. Leider konnten wir hoffentlich erfolgreich gegen Finnland nicht erreicht gehen, wir dürfen aber gegen die höchst favorisierten Slowaken. Dei het bloot wonne an der Kok erlieft hun. Die Kipp von Mike Hanschke konnte den ganzen Match über Slowaken aus Schach halten und hat die Leistung fertig gebracht, an der letzten Sekunde mit einem Goal von Daniel Scheid, Profil aus der Slowakei, zu klappen. Ein gelungener Abschluss von dieser WM-Kampagne. Ja, ja. Wunderbar, super. Das ist ganz schön ausgespielt. Und als ein Kiezepass. Der Wind im Match mit 21, 27, für eine Überraschung zu machen. Das tut weh. Und Slowaken, die wissen, dass ihre Hände hier oben und alle Jungen feiern. Super. Das ist ein super Aufschluss. Für eine gute Kampagne. Nicht mal so den Interims-Nationaltrainer Mike Hanschke, der natürlich nicht unschuldig ist, um Success gegen Slowakei. Mike, jetzt einige Wochen nach diesen Spielen kannst du ein Fazit ziehen. Ja, das kann man durchaus. Also man muss sagen, dass wir 4 gute Spiele gemacht haben mit Höhen und Tiefen. Ja, dass aber zum Ende hin, gerade mit dem Sieg gegen die Slowakei, dass die Tiefen da weniger geworden sind. Also man sieht, dass die Mannschaft sich entwickelt hat. Sie hat taktisch sehr, sehr clever gespielt. Ja, und wenn man die letzten 20 Minuten in Finnland wegnimmt, da bin ich eigentlich sehr zufrieden. Kann man auch in Zukunft sich mit diesen Gegnern messen und vielleicht auch Mannschaften wie eben Finnland oder Italien unser Spiel aufzwingen und in entscheidenden Momenten natürlich auch siegen? Ja, das hat man schon im letzten Jahr gesehen, wo wir gegen Finnland das Spiel eigentlich über 55 Minuten im Griff hatten. Und das muss auch der Weg sein. Wir müssen mehr Kontinuität reinkriegen. Und das haben die aber gegen die Slowakei auch schon gezeigt, dass man über 60 Minuten lang konzentriert spielen kann. Ja, klar sind immer noch kleine Fehler mit dabei, aber ich glaube schon, je weiter wir gehen, desto weiter werden wir uns entwickeln. Das Projekt der FLH 24 Top 24 ist ja eine Roadmap, um effektiv unter die 24 besten Nationen Europas zu gelangen, da wo die Slowaken ja zum Beispiel bereit sind. Doch dazu ist wohl mehr Beständigkeit in der Leistung nötig, doch auch in der Struktur im Luxemburger Handball, denke ich mal, muss sich auch was ändern, oder?
Das ist richtig. Also mit der Nationalmannschaft, das war dann relativ kurzfristig, aber man hat auch schon gesehen, dass wir da auf dem richtigen Weg sind. Aber was wichtiger ist, das ist, dass wir wirklich in die Strukturen investieren, dass wir langfristig und 24 heißt ja auch bis zum Jahr 24. Ne, das heißt nicht, dass wir uns jetzt ausruhen, sondern dass wir da auch schon anfangen, gerade im Jugendbereich, da an den Strukturen zu feilen, da die Spieler schon besser zu machen, da an der taktischen Ausbildung zu feilen, am körperlichen, am technisch-taktischen. Also da ist der Ansatz, das ist genau richtig, ja. Merci Mike für die Erklärungen. Neben dem Championat, der in der Playoff-Phase ist, steht ein weiterer Höhepunkt am Lützebuer Handballkalender für unter dir. Der Lotterie National Final Four Coupe de Lützebuer ist ohne Zweifel ein Handballfest am Gymnase von der Kock. Es fängt an mit den Herren Halbfinale mittwochs den 18. April und ist ab 18:30 mit dem Matcher. HB Diedling gegen Peiting und dann auch Kersing gegen die Reiserbanner von Bierschen. Den Tag danach, den 19. April, dann als Damen, wo sich den HBC Schöffling und der Chef von die Krisch gegen den Niva stehen. Die zweite Halbfinale ist dann danach den HBD gegen den Handball Kersing. Den Titel von der Lotterie Nationale Coupe de Luxembourg geht dann samstags, den 21. April, um Ferrolobert für die Herren verspielt und dann Damen stehen dann sonntags um 18 Uhr um Parquet für die Coupe zu gewinnen. Ein flottes Showprogramm rund das ganz auf. Also seid dabei für den Final Four Lotterie National am Handball. Das war dann ist für den letzten Handmark. Ich hoffe natürlich gefallen. Und wir sehen uns am März für die nächste Edition. Wir sind Handball. Dass 100% von den Benefizen von der Nationallotterie auch gut Zwecke gehen will. Der Sport? Die Umwelt? Kultur? Oder Tölle für Kinder? Nationallotterie. Seit 70 Jahren ein Gewinn für jeden. Bonne chance.
bringen Bewegung ans Spiel. Sales Lens. Moving People. Ja, willkommen hier zurück für die zwei Teilchen hier beim dritten Playoff-Match zwischen der Red Boys von Deverding an dem HC Bierschirm, wo es an der Pause 15 zu 16 steht für die Leute aus dem Reserbahn. Ernie, wir hatten ein relativ ausgeglichenes erstes Teilchen, wo wir einen wunderschönen Camper-Trick zum Schluss hatten, zum 15-16 für die Red Boys. Die auch noch den Ball haben und Röhm können ausgleichen. Ernie, ich meine, war ein relativ ausgeglichenes erstes Teilchen. Ja, ja richtig. die Kippen haben ein bisschen gebracht, bis sie gefunden. Da haben sie zuvor angefangen. Red Boys wird auch noch klar für Georg Wiesli als Mittelmann, ob der hat für zwei Teilchen. Ja? Gerade Wiesli bleibt dabei. Sind. Wird normal was gehen von den Kippers. Mal gucken, wie sie das machen. Ob sie auch schon direkt ausgleichen mit dem echten Ball, den sie tun. Da geht er selber, da geht er nur gekreuzt und noch hier aufgeräumt. Und das gelingt er. Ja, mit Nies habe ich mal sein erstes Goal für den Abend. 16-16. Wenn ihr das hier seht, der Katowice am Moment nicht im Terrain. Mehr vielleicht ist das ja noch eine Option, den er hier erlebt für die letzten 10-15 Minuten, um die Bierschmarrmecke für ein neues Problem zu stellen. Natürlich, natürlich. Also, soll ich noch einen Spieler wie Georg Iski, der gut rankommen ist, noch weiter spielen lassen? Mit drei Goal geschossen, bis voilà. Ich meine, du hast ein bisschen Tempo ins Spiel gebracht, die große Kreuzung, du gesagt, gut gemacht, du genau dasselbe, ich auf der anderen Seite gespielt, wie sie dich hat, die vielleicht Goal geschossen. Eben, dass ein Rätsband zum Ausschluss kommt. Wir schon mal auf der Treppe optieren für die Mandekung auf den Gourmet dabei zu bauen, den einfach rauszuholen. Wir haben natürlich ein bisschen noch Druck auf die jungen Rekram, weil den Bierschmer bringt, Mann Marial Piatrasik, wo die Red Boys sich vielleicht erhoffen, dass sie dann in die Situationen haben, vielleicht dann nicht medikal Nerven haben, wie ein erfahrener Spieler wie den Gourmet Loic Ass. Ja, aber bon, wenn du denkst, Manndeckung muss ich nicht mehr so, lese den dir rasten und den an der Deckung kann voll Gas geben. Das bist nur der anstelle nicht mehr zu vorne fahren. An Mitrasik wie Zatzos, die ganz stark am Hingelehnt sind und am Meerespassen, wie 106 da stehen. Also, das ist immer ein Schwach. Ja. Erst vorne muss ich die Schwach anhören. Ja, noch ein völlig richtig. 7 Meter da. Schlecht verteidigt, doch doof in den Bierschmer, die nicht fertig springen, den Ball von ihrer 6-Meter-Zone wegzuhalten. Den Jan Hoffmann möchte sich brett, dafür nur eine lange Zeit die ich käme, um seine Kippe vier zu bringen. Gelingt ihm auch, kann sich da gut durchsetzen, 17-16. Ich meine, du hast die echte Fehlung, sind ein guter Fehlsturm. Ja, vor allem ein bisschen über den Bierschmer, die Aggressivität, diese echte Altschen hatten. Am Mittelblock 6-0. Lassen Sie Knies da fuchteln. Die müssen eigentlich von der Eichke, die Pass fahren euch oder Kopf fahren euch, müsst schon einige klippen. Voilà. Oh, das ist auch vielleicht, ich meine, die Leute kommen aus der Pause, sie machen sich nicht voran. Sie kommen aus der Pause, aus der Kabine, wo sie eine faire Stunde lang in den Trainer noch gleich tun. Denke auch Terra, ohne sich da speziell ein bisschen warm zu machen, dann kann das natürlich auch sein, dass ihn dann die ersten 2-3 Minuten von der zweiten Halbzeit dann ein bisschen verschläft. Gell? Also was da bei dir schon im Moment ein bisschen der Fall. 16-15 wäre es, jetzt Lastgang nach 17-16, 3 Minuten gespielt, da kann ich nicht gerade von einem optimalen Start für dich beschwätzen. Nein. So ein Mann dribbeln, das ist auch ganz gefährlich. Ach, schöne Goal vom Gisso Zazzo, die man zu einer ganzen Routine sich da, durchsetzen kann und am kurzen Eck zum 17-17 ausgleichen kann. Ja, als haben wir keine Kollektivantwort, ob das Problem, das wir von der Repo ist, gestaltet kriegen. Das ist schon richtig, in der Klasse kann
erkennen, dass der Backing-Spieler zu weit weg ist, sondern schießt an den kurzen Neck, guck ich, seit dem Ball ganz spät. Aber sie haben auch immer an den drei Minuten kein kollektiv Antwort auf das Problem andecken gehen. Oh, das ist natürlich auch spannend zu gucken, wie den André Gulbicki sich da anguckt. Schlechte Schuss von dem Mike Knees, den nur relativ zentral schießt, sondern wie ich mal Goalkeeper Lischkei nicht für ein allzu großes Problem erstellt. Wir haben von der Hand nur gehalten und noch ein bin ich noch ein völlig korrekt 2 Minuten Strafe. Ja, die Red Boys sind da auf den Schrott zu spät und rappen da nach unserer gegnerischen Spieler, was dann zu relativ so ein unnötigen 2 Minuten Strafe feiert. Ja, natürlich sind wir Tempospiel genutzt. Wir sind den Ball sehr abgerutscht, für darum zu evitieren, dass wir direkt mehr rausgeholt kriegen. Die andere Seite noch ein Red Boys Spieler um 6 Meter. Wird schon nicht gefehlt, so ein Tempo gemacht und den allen Sekern den. Nummer vom Zettel. Also wie gesagt, David, ein weiter Kehr hier an einer 12. Kann ich vielleicht ganz kurz gucken. Da läuft gerade mein Schirm zur Schneiheit. Das ist mittlerweile die feiert die 15-Minuten-Strophe für den David Dinger. Während die Birschmann noch, ich das richtig gesehen, noch keinen. Den Ariel Pertisak kann ich dann doch gut durchsetzen. Am 6 gegen 5 an der Gershom Asaldrim Heimat Öste 17-4. Oh, Gomer hat das gut gemacht. Das wird zwischen 2 und 3 Uhr gegraft, sodass Schipri ein bisschen Schwert machen. Dann kannst du ja nur links auf den Pietraschik spielen, der ihn durchschlägt. Und ja, auch den Sinin Kratovic, den Rundterra aus, den Loren Vertrauen von seinem Trainer Brestovac kriegt. Ja, ich denke, das ist aber wenigstens immer zu. Just da wenn es, dann nur werden wir raus sehen, wenn du sicher an der Wand hast. Rutscht den Jan Hoffmann ein bisschen weg. Sie werden nochmal probieren, die Jogivski von der Band rum an den Rettkampf zu kriegen, die Nummer 15. Und dafür ist dann gerade mit Sturm. Die Red Boys spielen dann relativ gut aus. Hier, und zwar probieren wir nicht versehen, ein schönes Goal von Georgievski, von dem wir ja schon so viel gespielt haben in den letzten Minuten. Ich möchte noch wirklich ein ganz gutes Match. Kann heute sein viertes persönliches Goal schießen. Und gleich an einer 12, an der 35 wird heute zum 18-18 aus. Ja, Georgievski, den an Düsseldorf in der Normalrunde eine nicht so gute Performance hat. Am Cup der Hauptmatch auf Russland war er ganz stark. Mit einem Pack Stich gespielt hat er an der Mitte. Kretowicz ist da nicht mehr gekommen. Aber schickt heute die Leistung einfach um zu bringen. Ich habe gespielt vom Ben Weyer, den du gesagt hast, der Zedingstein, der auch nicht unbedingt gelehrt hat. Bahnspieler Rast, die setzt den Ball aber relativ routinär daran. Er kann zum 19-18 setzen, etwa dem Cedric Stein sein persönlichen dritte Goal. Boys Aserim komplett an Georgievski setzt sich durch, hätte er vielleicht im Moment könnte werden, ich weiß nicht, ob das Dolo Marche wäre. Ich denke schon, dass da ein Schrott zu viel war und dafür der Fehler 34 Schrott dürfte gepasst. Den Trainer hat gefunden, den Dave guckt, da ist er ganz base, wir können da leider nicht tun ändern, da ein Fehlpass von den Dave Dinger. Ich meine, wir können da was lesen, wenn wir das Base gut finden. Er hat schon sicher was damit er die Saison abgeregt. Georgievski hat gemeint, wir kennen den Gebarsche. Und dafür waren wir zufrieden. Ja, da kam ein Stürmer. Ja, das ist wirklich stürmervoll. Hätte vielleicht auch da könnte beifen. Also, richtig den Namen durchgekriegt. Die Krise war ganz frei, setzt sich durch. Ja, lass mal so, die Verteidiger stehen nicht da, sie machen einen Schritt wirklich da zusammen. Kann ich vielleicht mal der Diskussion leben? Das ist okay.
Mein Gewand umgedreht, Pfaffi hat noch können modellieren. Ja, vielleicht müssen wir den defensiven Mann, der müsste mal bitte ein bisschen Hölle für am Stürmer fahren. Ja, aber ein Fehlpass vom Cedric Stein. Noch nicht so oft gesehen haben. So dass Red Boys durch Jan Hoffmann den Lern, leider der Lärm schießt. Es bleibt beim 19:18 nur 37 Minuten und 20 Sekunden. Hier Birschen heute um den Ball. Okay, ja, Jan Hoffmann geht um eine Pause. Ich bin dann Kratovic ein bisschen verzehrt. Hat mir nicht so Sinn. Kann ich vielleicht kurz auf den anderen Match gucken. So, dann der Pause zwischen dem HBD und dem HBS. 2012 steht kurz dazu, haben wir hören, dass ein Trainer auf der ersten Seite Werner Klöckner nicht dabei ist, dass es ihm gesundheitlich nicht so gut geht. Auf diesem Weg wünschen wir ihm natürlich eine gute Besserung und hoffen, dass er im nächsten Weekend kann dabei sein. 19:19, hi Orlo. Spannende Match, wirklich. Keine Kipp bringt halt fertig. Wir sperren ein 3 Goal auf 4. Das wäre das Maximum bis Novent. 19:19. Wirklich, beide Kippen kann ich so schenken, sich kein Millimeter. Nein, das ist schon ein Kampfmatch. Geht auch über TV, wo das halt gelesen wird. Ganz klar, die Deckung, die hier noch an Performance lässt, die Deckung kriegt schnell Ball 0-4, wird der Match auch vorne. Weil es keine Anmatch gibt, natürlich. Hier haben wir 7 Meter für die Birschma, die sich rum da können bis auf den 6 Meter durchsetzen. Und die für die Verteidigung sich nicht zu helfen weiß, wie rum am Kreis verteidigen. Ja, gut, gibt es bei Red Boys, Andy Marisch hat können. Ja, das ist auch vielleicht keine gute Idee, nachdem es die Birschma 3-7 Meter 109 rangeschossen haben. Andy Maurisch hat vielleicht in den letzten Wochen verschiedene Leute gesagt, mehr zum Ansatz könnte kommen. Den Ariel Pietrasik behält Nerven und setzt zum 20:19 ran. Kann er seinen 47 Meter verwandeln und durch seinen 6. Goal zum 20:19 setzen. Ich denke auch, dass Djukanovic okay, sans plus, möchte seine Paraden. Dann hört Bischniva als ähnlich. Es gibt noch keinen Grund, für unbedingt gut zu werden. Vielleicht lässt es 10 Minuten, für einen neuen Moment zu bringen. Ja, ich meine, wie es los ist. Das ist immer eine Sache auch von der Verteidigung. Und der ist auf beiden Seiten wird nicht so ideal. Daniel Schein kann den Ball hier über den Kopf vom Lichtkai Silvester setzen. Zum 20:20. Wenn das so weitergeht, da geht es wirklich ein ganz, ganz spannendes Schlussfass. Oh, mir ist schön, der Lichtkai ist gut nach rein. Ball kullert raus. Geht an den Deutschen durch für den Rekup. Zweiter Ball. Ja. Hat man auch schon heute Abend. Vielleicht auch noch einen kleinen Avantage. Ob der Verdinger sagt, da haben wir schon 2-3 Mal den Ball rumgeholt. Und da ein schöner Reception. Nein, verliert den Ball rum. Muss schnell zurücklaufen von der Verteidigung. Hans-Hedrick Stein. Ernie, wirklich den Abend auch ein super Match. Ja. Also, Cedric Stein ist immer voll nass. Wenn so ein 4-5 Müller schießt, dann geht es immer schwierig zu gewinnen. Weil das aber Bankspieler, die können. Haut hinten eine andere Rolle. Haut spielen als 6 Mann durch. Also, dann ist das schon ernst. Normalerweise könnt ihr euch dann als Club auf einer Bank für euch zu klarstellen und immer seine Rolle zu füllen. Eigentlich. Wirklich ein Allrounder, den trotz seinem vielleicht. Du hast so nicht vielleicht idealen Gewicht, dann haben wir auf den nächsten 2-3 Meter eine immense Geschwindigkeit. Das ist so, ein weiterer Goal vom Gjörgewski zum 21:21. So geht der Teil schon seit 10 Minuten. Mal aus dem einen Goal 4, mal aus dem anderen Goal 4. Hier sind wir noch immer 94 direkt. 94 Neues, Manndeckung von Martin Zicke und den Loic Kohl. Das war die Bier, die nicht drin hat, hier gut zu schießen, ne? Ja, mit den immer haben wir den Tote, ne? Normal für die Runde hat Pietrasik den Ball noch jetzt gedroht und immer haben wir den Zettel, den nicht geht, fünf zwischen 1 und 2 durchzugehen. Und das tut der Boys dann nicht am Griff. Ja, mit der Tote sind dann anderem so über erste Schüsse, die nicht müssen sehen, die dann noch ein Bohr ans Spiel bringen. Hat der Boys den Ball nur für uns selber in den Café zu gehen und dann schoss nur 3 Sekunden komplett unpräpariert, geht nämlich noch der Potto. Tja, was soll man da suchen?
Hey, das ist ein Aspekt, wie ich gesagt habe, für die Runde, die Stimme mit zu finden von den Treppboys. Die gehen immer mit dem Block überwunden. Und weil kommen doch schnell noch jetzt. Und da mal Kratovic und Jurewski sind nicht die größten Deckenspieler. Friedrich Stein, im Moment der Mann von der Minute, oder von der zweiten Halbzeit. Und seinem dritten Goal hat er den an ihn zum 22-23 setzen. 42 Minuten Sieg gespielt. Ja, aber da ist auch kein defensiv verhalten. Der Spieler ist im Stand schießen zu lassen. Durch den eigenen Verteidigungsspieler gesagt, wo geht überhaupt nicht. Ich meine, da weißt du, für was das mal schwätzen. Und das als wirklich gut mit geholfen. Aber plus als Spieler wie Cedric Schein und Confiance gesagt. Das ist richtig. Und Cedric Köttner war ein relativ, kann ich so einen Hummer, wenn du so zum Schuss kommen lässt, du hast schon ein bisschen Hupes zur Hand. Schön gespielt hat der Kreis von Djoljewski, den auf der anderen Seite ein Mann von der Stunde ist. Den du den Joey Faber schön freispielt, den Kreis, und den kann natürlich ohne Probleme verwandeln. Zum 22-22 Fehlpass von den Birschmal, da geht es andere Mecker für Red Boys, andere Mecker die Möglichkeit für andere Mecker Feierung zu gehen. Muss mal gucken, ob sie das ein bisschen mit clever aufstellen. Jan Hoffmann geht da ein paar Tippen und sein Kippenkameraden Djoljewski mit der Nummer 19. Ja, aber sie bringen auch Leute, die Spieler, die in Konfianz sind, die Djoljewski immer in Situationen, in denen sie dort sind. Ja. Und das hat es clever gemacht. Sie hat die Kreuzung genommen, und da geht er auf erstmal gespielt, die geht größer und drin. Aber Ballrichtung setzt Pivo sind Sperren und können auch dafür zu den Spielern kommen. Da geht die Zeit, voilà. Feuerpasse. Ja, die Birsch braucht man eine relativ aggressive Verteidigung, denn Leon Biel, den da relativ heiß steht, dann den Red Boys schon relativ frei steuert am Abbauspiel. Da hat Red Boys Chance, dass sie den Ball rumkriegen. Oh, das ist schon ein Pass zu viel, richtig. Was war das? Da waren 7 Pass noch in dem Zeitspiel. Ah, okay. War ich, ja. Gewesen. Ja, und der Trainer hat gerufen, den Knie ist shoot. Ja. Dann habe ich Pass in der Pivo, 7 Pass. Ja, ich sage mal, Lenke, wo der Trainer sich nicht über den Arbiter-Decision abgeregt hat. Da luchen sie ja da richtig. Ja. Und die Birsch, wir können das nutzen. Chance da für Daniel Scheidt, den sich schön durchsetzt, du, aber geblockt wird. Und der Trainer ist gut, der Ball rum. 23-24, durch ein weiterer Goal von Ben Weyer. Ja, die zwei Kippen müssen halt aufpassen, dass man nicht super ja, Goal alternieren mit Ballverlust andauernd, weil das vielleicht dynamisch zu gucken, mehr, das auf die Gehör zu kriegen. Ja, für den Trainer vielleicht, für dich vielleicht, den das ganz bisschen an deinem technischen Standpunkt guckst. Ich meine, für Zuschauer ist das relativ flott, zu viele Goaler, die nur fallen. Das ist aber noch ein Unterschied, ich probiere spielen an Hasland. Das ist ein bisschen der Kirmes, ein bisschen Schießgut, jeder darf mal. Oh, der lässt sich nicht hören. So, das hat so schön durchgesagt. Du. Ich denke, so muss ich das wirklich machen. So aggressiv muss ich den Kontertag rausspringen. Dann kann ich den Ball auch nicht verscheißen. Ne? Ja, das ist eine Minute im Aufstehen. Ne? Ja, okay, das ist dann natürlich immer eine andere Sache. Also, mein Nötchen war wirklich, dass er seitlich so weit gesprungen, dass der Gute überhaupt keine Chance mehr hat. Und da will ich 10 Meter folglich auch ganz richtig schmecken. Muss ich noch effektiv auch noch zu und erbitten und Engelin. Auch von den Kippen sich heinzlos beschweren. Geht auf der einen Seite ein paar Wege auf der anderen und hat auch voll richtig 7 Meter. Da sind die Birschmann, das kann ja nicht so froh. Wir sind noch da, auch von nicht ganz viel am Kreis, mit dem Christoph Zatzer Stumm, da liegt am Kreis bei der Offenbewegung. Aber da ist nicht einfach zu pfeifen. Ne? Also geht andauernd hin und her, zum anderen anscheinend Menschen von Situationen, die du musst vorholen und gerieren. Also. Richtig, aber das ist ja auch die Matcher, ich meine, die Tabitren am liebsten haben. Und besonders die zwei, die auch international mittlerweile am Ansatz sind. Und natürlich bringt sie immer weiter, gell? Wenn sie noch Matcher haben, die 20 Goal rausgehen, wo sie nur eine halbe Stunde Konzentration können rauffahren, das bringt ihnen noch nichts. Und solange halt Komportement von den Equipen sowas wie das oben ist, gebe ich Mengen, kann ich nicht so als Vorbild durch Mengen Emotionen gehören dazu. Aber das ist aber dann oben nicht, dass ich in Lokasonen auf jeden Fall bis los direkt nach da und dass das so bleibt. So sind die Emotionen aber so auch, wie man das vom Handball gewinnt, sind wieder doch soll sein. Ne? Ja, natürlich, wenn man dann Money Time kommen, da kann man ein bisschen. Ja, für natürlich kein Verlieren dann oben. Ja, das sind die Sachen wieder toll wichtig, die sich mit den Muslern rangehen, weil wenn es nicht rangeht, dann fehlt ja noch ein Goal. Und dann sind wir einfach so und werden noch bitteren hier schuld. Kann ich noch einmal so und hätte in diesem Mittag geschossen, da wäre er vielleicht durchgegangen. Mit dem Silikatovic, Anzänger
ganze Routine kann den Ball hier schön langsten, Steve Moreira ansetzen und so verkehrt zum 23-24. Du hast das Nass, das Spiel geht in der Brach. Der Polstrainer hat auch reagiert und er gibt ein bisschen an Deckung rasch. Er hat Lothar Kratovic und Mandel gesagt und dann alle sind gegangen auf die Band. Und für alle die größten Changements und die wichtigsten, weil ich wieder so hier Schwachpunkt ist, der Nummer 2 der andere gewesen. Da hat er Lothar Resic gestellt und dann ist er eben ein Deckungstext, das mit dem Podvisic. Und dann hat er auch gesehen, dass man das Problem hat, und dafür hat er noch einen viel starken Deckungsspieler an Depression gesagt. Ja, bleib schüsse noch die Seite gestein, auf der Seite, den zwar nicht so richtig am Griff und... Ja, mit denen explodiert überall, ne? Von der Band, aus dem Rückraum, egal. Ja, Kreis, Ja, möchte ein guter Mensch. Ja, du hast schön, muss ich noch so in den Daniel Schalt, den du wegspielst, hast du gesehen, dass der Kreis war. Wenn du drüber gehst, kriegst du 5 Minuten, gibt es 7 Meter, hat noch nicht gewonnen. Ich meine, das ist auch clever gewesen, du kannst auf der anderen Seite auch mal so, und hat wirklich mal ja, du... Probiert aus dem Weg zu gehen und dem Spieler so nicht die Chance zu holen, weil die Chance war da. Da war nichts mit uns zu ändern. 25-23, nichts geschieht, 2 Gole. So wie wir haben noch gesehen, so schnell wie heute Match hin und her geht, das hat der Ruckzuck gut gemacht. Kratovic, der ein bisschen abdreht, hat auch die letzten Minuten. 24-25, wie gut die 12 Verteidigungen sind, hat Novit nicht unbedingt Spieler entschieden. Können noch gehen vielleicht. Ja. Das Schwierige ist, schwierig, wissen, weil ich bei Repulsa beobachten, sie wissen, 2 Spieler über Verteidigung, vergessen aber nicht, Tempo muss laufen. Noch die 2 Verteidiger müssen drüber laufen und dann kann ich ja nur drüber wissen. Und dann tun sie sich ein bisschen selber. Wir drüben 3 Spieler wollten schnell mitspielen und laufen 2 raus. Und dann müssen wir doch recht schnell mitmachen. Ne? Natürlich noch nicht gesehen, vielleicht schon mal Zeitlupe du. Er hat den Podvisic da gemacht, dass er heute für 6 da 2 Minuten drauf kommen als Game Day verding. Ich denke noch den. Peter, ich hatte immer nicht gerade Boden, die Gerätin gerade. Der Poison ist der Stelle, dass er ein bisschen geschmaukt wird. Ja, ja. Von der Poison ist er nicht froh, wir waren das ganze Nummer schon nicht. Zu den Dingen sind wir noch Pause, wie wir gesehen. Pause hier mittlerweile an den Nationalisierungsmatch 15 Minuten dauert. Schöne Spiel. Tun wir Enke ja wirklich sehr gute Winkel nutzen und zum 26-24 ersetzen wir 2 Gula. Das ganze 2,5 Minuten für den Schluss beim 26-24 für die Kippe aus dem Reservoir. Das ist die gängige Situation, die in letzter Zeit gespielt wird. Du hast noch gesehen, gegen Russland. Russland hat auch gespielt, aber dann habt Spielmacher, den dann zu mitkönnt, die Decisionssicht selber werfen, Pivo spielt links nach rechts, beziehungsweise diagonaler Pump kann den Pass machen. Tom Ahai vom Defendinger Trainer Brestovac, Danilo, den Heusinger Keybanker will zusammenrufen. Vielleicht aber kurz durchzublosen, weil das doch aber relativ hohes Tempo war, vielleicht Qualität, wie man nicht. Nicht so ganz heiß aus mit der Rafa, dass sie ein hohes Tempo haben. Das ist richtig, weil die beiden Gippen probieren auch schnell gut zu fangen. Wir leider die Gaspiage von den Bällen als selber heiß. Relativ viele Bälle, die weggehalten gehen. Und boah, das ist momentan equilibriert, so wie Bälle auf dem Match. Ja, das ist immer spannend zu sehen, nur ein Tumor. Als da aber ganz oft ein Match, den Fedrun in die eine Richtung läuft, was den dann komplett kippt und in die andere Richtung läuft, wo ich dann eins frage, wie kann das kommen? Ich meine, ein letztes Beispiel ist der Match zu Asch, wo der Gebrechung noch gehofft, weil der Parke Futti gefahren war. Kurz vor dem Schluss, die Ascher 2 Goal auf 4, alles ist gelaufen für sie. Und Tumor vom Trainer, dann noch ein Tumor, weil der Terror ein bisschen flickt, und dann noch erst auf der besten Seite überhaupt nicht begangen. Feier, technisch Fehler hat nicht. Dann ist es schwierig zu erklären, da könnt ihr uns schon dabei und auf die Texte noch eben ein Ball mehr fort, wie toll. Aber bon, wir möchten mal den Eindruck für unseren Mutgriff, aber die Sache besser gelesen hätten. Wir sehen heute den Guillaume Geoffroy in einer Bank bei Spannen, den ist wirklich out. Ja, den können wir sicher. Sascha könnt ihr noch nicht mehr ran. Hier hat bei uns, beim Guillaume Gipski, ein interessantes Element an Confiance. Besser Spiel, nicht strukturiert an sich nur an der Konstellation. Ja, die Jeffs hat 5 Goal und nur wird. Ich meine, da so Ballen. Sofort, ich weiß nicht, ob du schon in der Hand einen Katalanisch geschossen hat.
Dabei könnte natürlich auch noch, dass du zwei, drei mal gute Pivot freigespielt hast. Ja, richtig, das ist ganz effektiv. Aber auch Kratovic muss frisch sein, weil er auf der Bank. Wenn du doch die letzten Minuten sicherlich die Mensch ein bisschen um sich gerappt, mit drei Goalen, ich meine, Dichthauschen hätten noch kein Goal geschossen, war ein relativ freier Reisball für seinen Trainer. Die Chance, dass der Block an den Haus geht und den Ball drehen, aber das Passivspieler gewesen. Ja, dann sind wir noch drei Pässe. Noch drei Stück, ja, die gut mitgezählt. Zwei. Ja, Freiwurf, da müssen wir nachher zwei Passen zu gut von der Stadt. Ja, da musst du werfen. Schöne Block, denn Joey Faber kriegt den zweiten Ball anders als mit. Ja. Da hat er den berühmten zweiten Ball, do, den die Defendinger rum auf ihrer Seite tun. Glück des Tüchtigen, wie Sandel schon heute so. Ja, war da nur dem geblockten Ball von Petros, ich war mehr auf Zack. Ja. Wichtig sie mit, da du. Andrem kann den Kratovic sich da durchsetzen, gegen den Lischkai. Ja, was ich bedenke, das war einer zu, da sind sie im Komplett. Der Lischkai ist ja sicherlich auch kein schlechter Goalkeeper, was die Meter betrifft. Wir haben heute noch, kein Konten halten. 25, 26, 11 Minuten bleiben zu spielen. Bierchen am Angriff von Marielle Pietrasik, der Louis Gomer. Man kennt man Deckung, weil die Dave-Verdinger. Ja, die Defender haben man kennt man denken, wir sind noch im Komplett. Ich habe immer durch die Gäre nach und hin erzählt, wir sind noch komplett. Und sie sich lohnt gestalt, das sieht man vielleicht in der nächsten Kehr, wenn sie an der Verteidigung sind. Vielleicht gehen sie die letzten 10 Minuten taktisch an der Verteidigung ein bisschen anders. Oh, der Trainer Bicky hat auch den Zattel noch rausgelassen, der kennt auch noch frisch Rand. Schluss. Hat auch viel Spaß. Den Spieler den Kratovic und Jogiewski setzt sich rum schön durch. Kritte aber das nicht lernst, den Lischkai antritt bei uns, kriegt den Ball rum und geht zurück. Bisschen glücklich, ich meine, du kriegst den Bierschmann-Spieler den Ball wieder auf den Fuß. Joey Faber hat wieder auf den Fuß gespielt. Oder, ja, nee, das ist aber sehr gut recht. Ja, ist clever gemacht. Ja. Basketball sieht ihn natürlich öfters mal, dass von dem Ball am Nuss geht, dann hört der Spieler kurz wieder runter und Thomas. Habe ich schön durchgesagt, von Kratovic rum und geht, ich meine, nicht gesagt. Mittlerweile 50 Goals, 2 Tauschen und war vielleicht wirklich eine gute Idee vom Trainer, den Kratovic durchtauschen und wissen, ob das sein zu lassen, am 2 Tauschen so einen frischen Spieler immer mit zu holen. Ja, aber seine Chance, der Ball durchgegangen war, weil eigentlich war der Ball final und desto mehr, den nicht gefangen hat. Und dass der Ball einfach durchgegangen wie ein Expresspass, die nicht gewollt war, Piana sagt, haben sie ein bisschen reüssiert. Aber das ist egal, Match ist rumab. 26, nicht. Die Idee hat hier Antomor vom André Gulbicki, ob ihr schon mal seid. Beide Kippen 108 an Dono und Tomor zu gut. 26. Spannende Match. Ich meine, da können wir noch ein bisschen nicht mehr verlangen. Auch von vielleicht Qualität, die Menge nicht so schlecht ist, aber könnte noch ein bisschen besser sein. Ja, wir können noch einen Satz rein bei Bierchen. Probieren wir uns ich habe viele Hygiene zu gehen. Wenn sie an der 6-0 bleiben, treibt Boys. Muss Bierchen sich rum stellen. Das haben wir immer clever gemacht. Deckung mal zu wissen. Für die Gegner zu verunsichern. Weil man die Manndeckung zum Schluss nicht mehr so 100% geknappt hat. Dann sind wir gespannt, wie Bierchen dann nur an der normalen Konstellation gelöst hat. Ja, ich merke ganz kurz, ob Dietling, wo zwei Talschen dann für einen Run 4 Minuten nicht gefangen hat, dann wo überraschend auch um den Handball Lesch den besten Start an der zweiten Talschen tut, dann nur 12-12 zur Pause, ich kann mit 15-12 ein bisschen aufsetzen. Leider sind wir nicht für Ort. Wie wir gesehen haben, im Moment auch da schmecken Dietling an einer 12. Kann ich kurz gucken, nee, den Escher sind noch zwölf, den Roman Labonte, der gerade zu uns gekriegt wird. Mit Udi Escher drei Goal noch nie geschossen. Durch den Dani Scholte, den Bob Christian und Tomasini Luca. Und sie den besseren Start als heute auch schon erwischt. Auch du sicherlich noch nicht entschieden. Ja, wir sehen, der Repos bleibt nach 6-0. Weil nur das Risiko, die Gomer, die vielleicht nicht am Rhythmus ist. Auch, ganz hat er am Ende gesehen, dass nicht so lustig für Spieler, die gerne so viel lief. Super, den du auch
relativ heftig Atmosphäre. Dem Kreis einen Trettbäuschen krank rückgeschraubt. Der Vertrag ging ein bisschen mehr aggressiv zurück. Seid noch bei den Kippenkameraden, die stehen hier gerade, Kameraden umzufeiern. Oh, ein bisschen Chance hier vom Lebil, den ich da durchsetzen kann. Eigentlich einen verlorenen Ball kann zurückkriegen. An zum 27, 26 kann setzen hier. Dann eine halbe Minute vier Runden Schluss. Oh, sie müssen aufpassen, dass der Ball nicht viel drohen. Gomer hat gefordert, dass Band den Ball sich kennt. Den dreht den Ball, dann bei allem ist es links halb. Sie buffen sich später, müssen selber. Besser für drinnen zu gut erfahren gemacht, wenn der Ball viel schneller gespielt ignoriert. Gespielt auf die Kreis, der Profis kann den Ball rasch schießen. 27, 27. Ja, richtig. Ich meine, du wärst schon. Der Spieler hat ein bisschen gestoßen gehen, da muss ich nicht unbedingt direkt alles aufsprangen. Ich meine, das kann ich vertreten. Ich meine, wäre das aber auch nicht. Das ist ein Bedrängnis von keine Lesung. Der Trainer von den Dave-Verdinger hat gerne auch das Heilwerker-Passivspiel gewiesen. Potsdam Trailer Rosen, dass den Leibil in der Stadt hat, dass er nicht fahren gelassen hat. Oder ja, hat er geschlagen. Ja, ist geschickt, weiter geht es. Die wirst mal keine Solution haben. Nein, wir spielen noch alles, Leute. Direkt kriegen wir kein Band an. Sie sind auf Nummer 2 in Ander und Heisch. Sie müssen alle von der Band, alle opposé vom Ball. Wir probieren dann über individuelle Richtungen. Auch heute geht nicht gepasst, hat man auch vertretbar aus. Den Alin Zickern kann sich tun, scheitert du um Lichtgei, der Goalkeeper. Ob ihr schon mal seid, in einem ganz separaten Hut. Ich meine, Goalkeeper, so noch kein Faktor. Vielleicht ändert sich das nur die nächsten paar Minuten. Ne? Da bringt er den Pietrasik ran. Vielleicht wenn ein Mensch geht mehr und viel, was der Block zu schießen. Weil sie den Schmerz haben, kein Ding spielst. Mit anderen am Kreuzung zu mit, Rimm zurück zu mit, also weiter. Alles ein bisschen statisch. Im Moment muss ich noch so in den Adin Zickern, so sicher wie in den Bällen mit vorangeschossen wird, so unsicher schießen sie aber auch weiter Haut. Du wirst da reinbringen, Möglichkeit und heute verliert, gute Ball rein. Und heute sprang sie immer am Fluch. Ja, da kriegen sie den Ball. Oh, scheiße, aber das geht ran. Das Boys nur langer Zeit drin, denke ich, gut 4. Ja, wir waren wirklich sehr schwer, Bierchen. Und wir haben das Boys auch erst nicht stärker, denke ich, als ich finde, wie viel das funktioniert hat. Beziehungsweise, wie sie den Schwager oder den Hunter gibt es mal. Guck mal, heute hat das Spiel vom Knies ist seit. Gerade wie Sterne, der das Zeug ist. Ja, an 2 Minuten, da gibt es keine andere Diskussion, die geht auch direkt vom Terrain, das ist 100%. Spieler wusste das schon. Auch in einer relativ dummen Situation, ob 10 Meter, wo ich nicht weiß, wo sie in so eine Aktion starten, ich weiß es nicht. Boys Goal 4, loren wir nur noch 2 die nächsten 5 Minuten. Ja, ganz viel intelligent zur Rückstrophe geht es sowieso nicht. Also entweder zu spät oder das ist schon gegangen, aber es war jetzt zu viel aggressiv. Ja. Nee, dann bin ich gespannt, wie die Treppe ist zu gerieren. Goal 4, wenn man noch zu... Ja, wir drinnen sind noch zu gut geriert. Das Ganze nach 5,5 Minuten für den Schluss. Ja, okay, mach schon, das tut. Den Goalkeeper von der Red Boys kann den Ball halten. Er geht einfach in den Aus, sodass Pirsch im weiteren Versuch kriegt. Eine gewisse Chance zu. Ah, wir sind an der Money Time, ja? Oh, ein. Fällig Interception und er kriegt den Ball ans Gesicht und könnte nicht mehr da rum. 2 Minuten, aber nicht sogar nach May.
Ja, man hat gesehen, ich vielleicht gesehen, mal durch Zeitlupe, können wir ganz genau gucken. Hier geht der Loico mal durch, denn Knees verpasst den Ball ganz knapp, denn riesige Sasa-Verspätung, unglücklich. Ist mal so ein, war nicht unbedingt Absicht, mehr geraten, aber du am Gesicht. Es gibt auch noch nicht ganz viel protestiert gegen die Entscheidung. Nein, das hat der Premier ein bisschen hart fand. Ja, ich auch. Wenn ich noch ein Spieler gesagt habe, ich will noch stellen, weil der Spieler keine Absicht hat. Ich denke, man 2 Minuten hätten wir auch können leben. Ja. Das wären alle die letzten 3 Minuten für einen wichtigen Deckenspieler, den Repo ist fehlwert. Das ist noch mehr schlimm wie lo. Aber dann Pietrzak scheitert. Den verdienen Goalkeeper, den Djokanovic, Peter, den ein bisschen verschissen in den 30 Meter. Das kann natürlich auch zum Schluss ganz weh tun. Das ist sicher. Dann geht es im richtigen Moment heiß, den Djokanovic. Die Wab ganz Red Bulls bringt, dann wissen wir nicht, weil 40 gesehen, wie die absprungen, wie die dabei sind. Das ist schon flott. Ja, für sie ist natürlich ganz wichtig, wenn sie nun verlieren. Da sind sie Feuerpunkte noch natürlich, wenn sie wollen, sind sie gleich mit Pirsch. Das ist natürlich schon ein gewisser Druck, weil ich meine, Red Boys, die wollten aber das Jahr sicherlich am Titelvergabe wird schon mal schwätzen. Ne? Ja, das macht. Es sind 5 Equipen, die das wollten. Ne? Und das eben bei verschiedenen Equipen durch Ausfall oder durch mehr Form, eben so kommen, dass sie noch vielleicht 2. oder 5. sind. Wir haben von Holland direkt zu Römer gesagt, dass das Escher war 4 als Zitilling, die Schüsse aber noch nicht egal. Ein Kärchen-Equipe, die auf der 5. Platz gestartet, so ein Playoff, und alle Matches gewonnen, wie es lo. Also, das war schon ganz interessant, Flott-Championat. Und dass auch da kein Abhalt mit Spielen, noch von der 4. oder 5. aus, weil die 4. Platz, es gibt die Hops, trächtig, und die 5. nicht mehr. Und die 5. will ich okay gehen. Zitilling und das Plastik, die Begul müssen erleben, wir sehen die Ideen nur an der Lasse. Also das, was mein Vater sagt im letzten Championat, dass wir im Moment wirklich 5 Equipen haben. Menge Peiting ist auch nicht so weit weg. Und auch Hannen drinnen gebe ich Mengen, haben Schöpfling angekriegt, das ist ja auch Fortschritte gemacht. Ich denke, das ist nicht an allen Land so, dass ich kann sagen, dass 5 Equipen für ihren Titel können mitspielen. Ich meine, ich kann Spanien gucken, wo Barcelona seit gefühlt 150 Jahren und nicht Champion ist. Auch das mehr interessant, ich weiß es nicht. Ich denke, wir können ganz zufrieden sein, wie das heute die letzten Jahre gelaufen ist. Und lassen wir hoffen, dass es heute dieses Jahr bis zum Schluss spannend bleibt. Dann wir haben auch noch die letzten Spiele der 4 Equipen die Chance, für den Champion zu gehen. Ja, ich spiele auch immer eine Treppe, wenn wir hoffen, dass wir am Rückraum. Na, dann Dolo. Eine Camper probiert. Ja, kriegt den Ball auf den Rücken, kann den Ball proper ausspielen, damit wir müssen weiterlaufen. Und dann ein schlechter Pass zum Jan Hofmann. Der Ball aber im Kredant Balkan. Nicht daran scheißen, du. Werde Match. Du hast immer voll gepafft. Gegen Tiefer, die eine Chance hat, um 2 Goal vorzukommen. Und du scheinst nach ihrem. Geht nur wirklich an hier. Und du kommst aber den. Dann war ja heute mal 20 Session. Das ist unwahrscheinlich, wie der Teil dann hier geht. Ich weiß nicht, wer den heute so suchen. So schnell geht der Teil, 21, bleiben 3 Minuten 20 Sekunden hier auf Dauer. Beide Kippen nun noch ein Tormor zu gut. Hier mal die gerade ein bisschen mehr offensiv decken hinten Marin Knees machen. Christoph Zatzo macht dann Nummer 14, ist er da. Den Andras Pavlicic möchte auch Block an den Knees, setzt sich da schön durch, kriegt den Ball rum dran. Kratovic. Ja, da muss ich einfach so, und die Defendung hat noch 3-4 Bälle da leihen, da muss ich einfach den Ball rausschießen. Ne? Ja, das ist hektisch pur im Moment. Und, naja. Ja, das ist hektisch pur, aber die Tüte diskutiert man noch bitter, anstatt einfach Bälle rauszuschießen, dann wäre das viel mehr einfach. Ja, aber wenn schon die 2 Bälle nicht in die Fläche gehen, ne? Wenn der Fehler passen, wenn der Ball an den Bein von der gut, dass man nur keinen Strich durch gemacht hat, weil ich denke, die werden nur gut gefüllt. Du kriegst den für den Ball damit loszulaufen, wie sie das für du noch gemacht haben. Das Boys hört den Ball, 2 für Schluss. Können sie sich hier
Fürsetzen Daniel Scheidt, den du eigentlich Winkel hat, aber nicht ja. Scheiße geht. Den Andras Paulus ist richtig auf, weil er frei im Kreis sind durchgespielt wird. Den Trainer richtig nur im Opai, weil er nicht wissen gern, wer er gepafft hat. Ja, das ist die alte Wegkampf für den Typ in 2 Minuten. Daniel Scheidt geht auf den zweiten Kreis. Jan Hoffmann setzt sich durch, kann er rausschießen. 29, 21. Anderthalb Minuten, die Birschmann noch Zeit für den Rückstanderen Bützenmann. Das hat den Stein hört den Ball, der den Ball verliert. Und er kriegt den Ball. Kriegt die Birschmann den Ball rum, zurück. Das ist ein unwahrscheinlicher technischer Fehler vom Cedric Stein, den dann einfach zu einem Goal feiert. Natürlich Pech auf der Verdinger Seite, wie wir es so sagen, so hast du das ganze Match, den Nummer schon verlaufen. 29, 29, genau eng bleiben nur noch zu spielen. Der Verding hat den Ball am Angriff, Mann, Katowic, Knies, Hoffmann, Zeken, Popisic und Daniel Scheidt auf der Band. Jan probiert sich durchzusetzen, geht frei, Wurf den Puff. Den lässt sich Zeit, es sind noch genau 35 Sekunden auf der Auer. Der Knies scheitert um Lischkei. Herr Preuß kriegt den Ball aber rum. Den Freiwurf, du. Jetzt habe ich schon den Ball eigentlich gekriegt. 20 Sekunden, ich kenne mich jetzt natürlich schon Tank von der Witte kennt. Man hat clever durch die Idee für den Spielen, Zeit ruf. 14 Sekunden, 29, 46 steht auf der Auer. 29, 29, 12 Sekunden, 11 von Daniel Scheidt geht ran und geht Stürmer fallen. Stürmer fallen. Vielleicht sind wir auch durch die Situation an dem Zeitclub, ob das da noch stimmt, vor wer kommen wir gesehen hat. Hei. Ja, kann ich pfeifen. Der Zürichstein steht da, steht nicht am Kreis. Kann ich stimmt, vor pfeifen. Der Übriff springt auf den Spieler. Als durchaus vertretbar. Bleiben nach 3 Sekunden auf der Dauer, weist heute noch bitte an. Aber da wird es auch nicht mehr viel geschehen. Ernie, was siehst du zu der Situation in Solo gesehen? Ja, das ist wirklich 50-50 Sache. Das ist ein bisschen ähnlich gesagt, wie letzte Woche, wie ich im Echte, wo ich dann nicht schalten. Da war es dann nicht klar, da war eigentlich 7 Meter, weil der Trippel noch der Fuß. 7-0! Das könnte geschehen. Aber der Trainer kann das schon erfreuen. Ich will da kommen gucken. Das mir natürlich auch die berühmten Zeitlücke rein. Mais ich weiß nicht, was da diskutieren. Diskussionen haben wahrscheinlich viel dauern, nicht gestoppt. Birschem hat direkt den Tumor gelöscht, dem man für den Stürmer voll gehört. Ja, das sind natürlich Situationen. Wenn ihr guckt, wie bis so die Matcher alle gut verlaufen sind am Championat, kann ihn du vielleicht ein bisschen verstehen. Aber wenn ihr aber die Situation gesagt habt, Cedric Stein steht dort der Bahn, steht effektiv nicht am Kreis. Daniel Scheidt springt ab und drauf, hätten nur müssen, ob die Spieler drauf sprangen. Da sind wir noch eine Zeitlupe geguckt, denn Cedric steht da. Ja, ja, ja. Daniel springt dann. Komm gucken. Nein. Ja, du musst die Spieler stehen. Natürlich ein Perz Küsse, das ist sicher, ne? Bei mir kommt auf den Streicher. Das ist nur noch immer, dass die Zeit das noch bleibt. Von morgen auf jeden Fall nur Pirschmer seid. Und ich habe aber richtig verstanden, sind nach 4 Sekunden, die heute spielen bleiben. Dauer steht leider schon auf 30.
Wir schmeißen doch den Goalkeeper raus, für noch weitere Spieler dort zu holen. Das ist auf 4 Sekunden noch alles möglich. 1, 2, nein, nicht. Fertig. Aus. 29-29, geht heute das Match aus. Spannende Match. Bis zum Schluss, ja, wir sind alle gut noch ein bisschen perplex, weil die letzten 10 Minuten verletzt sind. Ich vielleicht ein bisschen Rekül. Ich meine nicht, dass der Match für Gegner also, ich den Verlierer verdient hat. Ich meine, es geht schon an die Reise, der Remis. Aber bon, Remis, die Kippen hat Möglichkeiten der Leyen, haben in den letzten 10 Minuten sicher 300-400% schon Leyen gelöst. Da könnte zu der Situation ein kurz für Schluss, wo ich mehr noch kann, Stürmerfeld helfen. Sicherlich, also schon mal anders dann steht, ich meine, du kannst den Unparteiischen nicht unbedingt einen Vorwurf machen. Den Verteidiger Stumm nicht am Kreis, Stumm auch. Ja, 29-29, ich meine, beide Kippen bleiben immer da am Titelrennen dabei. Für Kärching gibt es so ein ideales Resultat. Sie kommen bei beide Kippen weitere Punkte runden. Da können wir noch vielleicht kurz sagen, dass auch zu Dittlingen mittlerweile 41 Minuten gespielt sind. An die Escher momentan noch mit 21, 18, 4 Leihen, 3 Goaler sind sie an der Wand. 12 Minuten bleiben nur zu spielen. Wie gesagt, doch du hast noch alles dran. Ernie, merci für den ganz gute Kommentare heute zu dem technischen Auflaufen-Match an Orierisch zu Heim. Mengenisch hat man noch einen spannenden Match. Und, ich gebe Mengen, wir sind also an 2 Minuten zurück. Mit einem kurzen Interview an ich bin kurz zurück an Fischi. Ja, bei mir den Cedric Stein. Cedric, den Abend, Rimmel Match, Red Bulls Pierchen, kann ich in das Jahr sagen. Das sind Matcher, die gehen immer bis an die letzte Sekunde. Bis heute hat Friedenke gewonnen, Gleichspiel. Auch heute Abend das gleiche Ausgang. Cedric, was kannst du zu diesem Match sagen? Ich meine, hier auf der Red Bulls als nächster Punkt gewonnen haben. Ich meine, da kommen noch viele Kippen hier spielen. Und, wir wussten, dass es von Anfang an nicht einfach ist. Dann hat er so eine strichliche Rechnung gemacht, dass den Björn von Anfang an nicht mehr spielen kann und dass den Joseph schon an den ersten 2 Minuten schon wege hat. Dann haben wir da doch gut gerechnet. Ich meine, es war ein relativ hektischer Match, auch von einem relativ fairen Match, bis so vielleicht letzte 10 Minuten. Wo da aber immer mehr Diskussionen kommen sie nochmal mit Rasch. Wo ich persönlich fand, dass die Keeper sich vielleicht besser gehabt hätten, hätten sich darauf konzentriert, die Bälle ranzuschießen, weil du die letzten 10 Minuten alles verschossen hast, ob der Enger wie auf der anderen Seite, das wäre durchgegangen für manchmal 10 Matches zu gewonnen. Cedric, wie gesagt, ein relativ nervöser Match. Die letzte Situation kannst du das vielleicht ganz kurz beschreiben. Ich meine, wir haben im Fernsehen gesehen, wir sind der Meinung, dass das vertretbar ist, du hast immer vor zu pfeifen. Wie hast du die Situation gesehen? Bah, ich gehe nicht darauf, für den Daniel zu verletzen. Ich probiere den Winkel so klein wie möglich zu machen. Wir laufen alle zwei an den Ehen. Ich weiß nicht, ob ich noch stung oder nicht. Aber wie gesagt, der Mieter nur gepauft hat. Das war glücklich für uns. Ich meine, 7 Meter wäre sicher nicht. Du siehst, es war für erst ein gewonnener Punkt. Die sieht mittlerweile, das Match zu Dillingers von der Driver, Dillingers 3 Goal an. Die sieht mittlerweile noch immer 4 bei. Wie gesagt, du, die nächste Woche, ich meine, die sind noch am Challenge Cup dabei, die sind noch an der Cup dabei, die sind noch Championat. Wie macht ihr das, für das physisch die nächste Woche durchzuhalten?
wir mussten ich meine, die Runde stehen immer schon lange an der Präparation gemacht. Ich meine, wir gesehen, dass wir physisch ganz gut in Form sind. Wir packen nicht die letzten 10 Minuten auf den Unterschied nachzumachen, also die letzten 10 Minuten nach den Unterschied zu machen. Respektive heute sind wir die letzten 10 Minuten drüber geblieben. Ich meine, 20 Minuten für Schluss hat ganz anders ausgesehen. Wie wir das machen, das ist nur, dass wir als verletzte Spieler sehr rumkriegen und dass wir können viel wechseln. Und dann kann ich so, dass wir hoffentlich positive Resultate kriegen. Okay, Cedric, so nachdem wir uns merci. So, das wäre von uns heute von euch für den Rümmenkehr 2 von einem ganz spannenden Match. 29-29 geht den heute zu Ende. Und wir hoffen, dass dann alle nächste Woche drin, zu sehen beim Handball-TV mit unserem Kollegen von Apert-TV. Vielen Dank und einen schönen Abend. Dass 100% von den Benefizen von der Nationallotterie auch gut Zwecke gehen will. Der Sport. Die Umwelt. Kultur. Oder Tele für Kinder. Nationallotterie. Seit 70 Jahren ein Gewinn für jeden. Bonne chance. Wir bringen Bewegung ans Spiel. Salles Lens. Moving People.